Nimm das noch Safety First auf, für den Fall, dass irgendwas Cooles passiert. Man weiß ja nie. So. Achso, ich muss noch umstellen. Ach komm, ganz gechillt. Ich lasse es erstmal so. Passt schon. Also, wir spielen ein Bild zu dritt wahrscheinlich, Phasmophobia. Aber ich werde erstmal solo ein bisschen einfach ein, zwei Missionen gechillt. Und gucken, ob mich der Geist halt jumpscared oder mich erschreckt. Ob er das schafft, ich weiß es nicht. Ich sag nein. Aber wenn ich noch öfter so die große Klappe habe, denke ich mal, das wird irgendwann klappen. Da kraut es mir ein bisschen vor dem Halloween-Stream, weil ich befürchte, beim Halloween-Stream werde ich sowas von weggejumpscared. Ich tippe, dass mich die Profimissionen catchen werden. Aber so richtig. Also die Profimissionen werden anders ungeil werden für mich, glaube ich. Das passt alles. So. Dani, hi. Hab keinen Sound mehr. Ah, okay. Hi, Dani. Dani, hast du eigentlich gestern Dings gesehen? Among Us. Wenn ja, wie findest du es? Helen Clark Gruppen, gut, das ist ja irrelevant. Es regnet. Es ist scheiße laut. Ich habe den Schlüssel nicht vergessen. So. Auf Anhieb bitte, wäre super. Und wieder ein bisschen reingeschaut. Also so wie wir alle mitgespielt haben, so, also alle fanden es eigentlich ziemlich witzig und ziemlich lustig. Ich muss sagen, mir gefällt es auch sehr. Ich bräuchte einen Mitspieler. Lol. Ich hab's gerade gesehen hier unten. Da war da was. Aber es ist nicht das Zimmer. Das ist nicht temperaturtechnisch. Boah, ich bin froh, wenn ich hier nicht alleine bin gleich. Irgendwie ist das vielleicht keine gute Idee, wenn man. Wenn es einem nicht so gut geht, kopfmäßig heute. Solche Spiele zu spielen. Aber es ist die Chance, dass ich mich erschrecke, höher. Aber was sagst du, Fanny, ist es was für dich so? Siehst du dich da? Lol. Hier. Küche. Oder? Oh, mach nicht diesen, bitte. Es ist Le Küche. Ich check nochmal kurz dagegen. Ja, es ist Le Küche. Na, kriegen wir ein bisschen Minus gerade hin. Ich würde eher Nein sagen. Echt? Oh, schade. Ich hätte gedacht, das wäre auch genau deins so. EMF und Räucherstäbchen. Okay. Ich bringe erstmal alles rein. Ich wäre darin bestimmt richtig noobig. Glaube ich nicht. Du hast diese TTT-Ader in dir. Oh, wir haben Gefriertemperaturen, wie ich gerade sehe. Aha. Mal was in das Buch, bitte. Ich check mal ganz kurz, gibt's hier denn noch den Knochen irgendwo? Ach, super. Den fotografiere ich gleich. Den sollte ich ja finden. Perfekt. Habe ich schon mal so eine Daily-Aufgabe fertig. Gibt ein bisschen Money.
Kamera lasse ich gleich drinne. Du kannst das, glaube ich, sogar. Es gibt das als App ja auch für einen PC, wenn du Windows 10 hast. Gibt es sogar kostenlos, kannst du das dann spielen. So. Bist du hier? Kannst du mich hören? Dann schau, du bist so ein Geist, wo es dunkel sein muss, damit du reagierst. Solche Geister kann ich ja leiden. Muss dann UV-Lampe rein, alles reinholen und dann geht das los. Ich hoffe, dass Indie und Zocker dann recht bald kommen. Dass ich nicht alleine sein muss. So. Die Räucherstäbchen lege ich auch schon mal rein. Ich hole noch extra noch ein Feuerzeug. Oh, das Buch gemalt. Danke. Sehr lieb von dir. Richtig nice. Ja, warte. Steppt man nicht hinter mir. Reden tust du anscheinend noch nicht mit mir. Ich gehe mal ganz kurz. Ich komme gleich wieder. Wenn ihr noch mitspielen würdet, wären wir zu sechs. Das wäre halt schon nice. Aber das lief schon echt. Es war teilweise echt lustig. Wie ich mir den Monitor angeschrien habe. Wie ich Leuten vertraut habe. Vertraut. Ja. Okay, MF5 ist es nicht mehr. Bester Box ist ein Dämon. Ich tippe auf Juraj. Ich guck gleich und dann passt das. Ich tippe. Juraj, dann mach ich das Licht nochmal aus. Ich tippe, in der Box redet nämlich nicht mit mir. Feuer! Wenn man richtig schön alles ausräumen. Oh, er hat was rumgeschmissen. Jetzt ist es aus. Okay, also auf das tippe ich irgendwie nicht, weil Dämon kaum aktiv. Ah, Burger mit dem Licht. Ich guck mal nach Orbs. Oh, warte. Wurde schon ausgemacht. Danke, sehr nett von dir. Sehr zuvorkommt. Wenn ich keine Orbs sehe, dann wird es ja definitiv ein Dämon sein. Dann muss es ja die Box sein. Und er ist ja da, also müssen da auch die Orbs sein. Macht sehr helle, ne? Es könnte immer noch ein Stück links sein. Ich hätte die zweite Kamera mitnehmen müssen und die genau andersrum aufstellen müssen. Hier rechts war gerade irgendwas an der Seite, ne? Beim Telefon. Kann sein, dass er mit der Box nur redet, wenn es halt dunkel ist. Aber der ist halt null aktiv. Also ein Dämon ist da schon was anderes. Warte mal. War bei Juraj das mit dem Ausräuchern? Wo ist umgeschmissen gerade, ne? Aber Juraj ist das mit dem Ausräuchern. Wir haben gerade ausgeräuchert und er ist kaum aktiv. Zocker, hi. Ich mach bloß mal eine Solo-Mission, mal gucken.
Ich tippe auf Juraj, dass ich die Orbs gerade einfach noch nicht sehe. Ich würde die Kamera mal so ausrichten, dass ich links mehr sehe. Obwohl gerade am Telefon irgendwas war. Aber es ist definitiv die Küche. Mit der Box hat er nicht geredet. Also. Ich kann aber gucken, ob mit der Box mit mir redet. Wäre es ein Dämon, aber dafür wäre er nicht wirklich aktiv. Also, für einen Dämon wäre das echt billig. So. Okay, doch ein Dämon. Ich sag so in der Attack. Ja gut, weiß ich Bescheid. Googeln. Box. Also für einen Dämon war der jetzt aber nix. Der Ani, hi. Hallo. Wenn er Attack sagt, ist er aktiv. Ah ja. Ein Foto vom Geist. Ja, beim Dämon lieber nicht. Da riskiere ich mal nix. Ich würde sagen, das war eindeutig, ja. Aber der war halt null aktiv für einen Dämon. Für den Dämon war das nichts. Warum habe ich Versicherung? Level 22, 42, cool. Ja, Leben, das wird nicht passieren. Wie man da immer komplett aus der Lobby rausfliegt, wenn man das Solo spielt, irgendwie gefühlt. Und ich habe die Highschool auf Anfänger. Ich bräuchte ja mittlere Karte, da gibt's Money. Aber zu Zocker, wollen wir das zu zweit machen? Zu zweit Highschool? Wird total behindert, sage ich dir jetzt schon. Aber wäre lustig. Und fürs Geld wäre es auch cool. Yes. Okay. Warte. Ich schicke dir über Steam den Code. Muss ich erstmal finden. Wie Zockers Fenster instant hochploppte, spielt Phasmophobia. 4, 4, 8, 0. So. Ich hoffe, es geht heute alles. Also, ich habe keine Ahnung. Mein Internet heute wieder gut ist oder nicht so gut. Ich lasse mich da überraschen. Taschenlampe, Bewegungssensor, Räuchergedöns, Salz, ein Kruzifix. Hi. Hallo? Hallo, hi. Kannst du mich hören? Ja, ja, ich höre dich. Du mich auch? Perfekt. Ich hab sogar mit Discord offen. Ist ja perfekt. Oh, du bist auch mutig heute. Oh, jetzt höre ich ein Echo, Hilfe. Ah! Ach, perfekt, jetzt weg. So. UV-Lichter kann ich nicht mehr reintun. Flasch mal den Rest hier auch noch rein. Zack. Ja. So, oh, ich hab alles da drin. Ich sehe, du hast gekauft. Stuff. Ja. Yes. Oha. Investiert. Oha. Ich habe in Aktien reingelegt. Dir ist klar, wenn du stirbst und so. Ich krieg kein Foto von deiner Leiche, dass du das alles verlierst. Ah, oh, passt schon. Ich sag's. Ist ja nur virtuelles Geld. Wenn es echtes Geld wäre, wäre das ein anderes Problem. Dann wäre das sowieso ein anderes Problem, weil dann würdest du solche Sachen in echt machen. Dann hast du ganz andere Probleme. Ja, nee. Ich bin halt ein Draufgänger. Da war er weg. Heute ist so ein Tag, ne? Ich kann da irgendwie an den Haaren einfach so zwirbeln, so Beruhigung und so. Irgendwie. Das ist mehr. Ich wollte den Stream ja eigentlich lassen heute. Aber ich ärgere mich, wenn ich ihn lasse. Und deswegen, keine Ahnung. Das Einzige, worauf ich momentan, wo ich richtig Bock habe, ist halt Phasmophobia. Oder ein Game, was ich nicht habe. Zum Beispiel Grounded. Von daher, ja, ein bisschen zocken.
heute ist Samstag. Ich meine, die nächste Woche wird sowieso ein bisschen anders. Also nächste Woche wird es wahrscheinlich bloß zwei Streams geben. Einmal den Halloween-Stream selber, der wird eine Weile gehen. Und halt, Donnerstag wird definitiv Stream sein, am 29. Da kommt nämlich das Stellaris DLC. Dann gibt es untote Völker in Stellaris. Da habe ich anders Lust drauf. Da habe ich richtig Lust drauf. Zocker ist safe schon drin. Ah, HDD-Festplatten. Aber da kriegt man auch die Daily, das Daily Geld für die mittlere Karte spielen. Darf nur nicht sterben. Dieser Tipp macht mich kirre. Ich will das nicht lesen, ich will das nicht wissen. Weil das bedeutet ja, dass der hinter dir einfach sein kann und dich beobachtet. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Würde mich interessieren, ob wirklich der Geist ab und zu dann einfach auftaucht hinter dir und du kriegst es nicht mit, weil du drehst dich ja nicht um. Wenn das so ist, ist es creepy. Kann mal Zocker fragen, was er denkt. Die wirklich hinter einem stehen. Boah, Schule dauert ewig zum Laden, ne? Wo bleibst du denn? Ja, HDD-Festplatte, lass mich. Kann nicht anders. Zocker, was denkst du, dieser Tipp, der da steht, ne? Ob die wirklich hinter einem auftauchen und einen beobachten? Wenn ja, wäre das creepy. Tag. Hallo? Hallo, Sekunde, ich muss mal kurz den Stream wieder muten, dann kannst du mir das nochmal mit den, was du mit den Tipps meinst. Achso. Tipps, hä? Hast du das, da gibt es so einen Tipp, dass Geister dafür bekannt sind, dich zu stalken, wenn es dunkel ist. Bedeutet das, wenn man wirklich jetzt durch zum Beispiel die Schule läuft und es ist dunkel, dass die hinter einem auftauchen und einen einfach beobachten? Wenn man sich im richtigen Moment umdreht, würde man Sagen die ja, ne? sehen? All das wäre so weird und creepy gleichzeitig. Ach, gut, Trill, was machst du denn hier? Ich hab So, Kacknabe. reagier nur auf Personen, die alleine sind. Das ist die Schule, ne? Erstmal unten rum, links und rechts. Also ich rechts rum, du links rum. Was nehme ich denn noch mit? Ich habe Thermometer habe ich, Das Taschenlampe habe ist. ich. Ja. Ich hab noch diese Kamera mit, halt zum Aufstellen für die Orbs. Können wir mal gucken. Das Problem ist, was ich noch mitnehmen soll, wenn man. Habt ihr denn. Ich meine, da ist selbst Skyrim schneller. Ich habe mir die Kenneth Clark, okay, das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Wenn jetzt gleich ein weiblicher Geist drin kommt, dann wissen wir, was passiert ist. Ja, gestern, wo ich mit Indie gespielt habe, dann waren wir in so einem Haus, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da war Kinderlachen zu hören. Boah, das war anders. Ja, ich kann sein, als ich da Kinderlachen gemacht habe, kann sein, dass ich da nicht, da, dass ich da noch weg war. Ich bin da, hab kurz Pause gemacht. Achso. Ach, nimm einfach so einen Sprechbox mit. Ah, nee, warte mal. Ich warte ja, ich, nicht die Taschenlampe, die sollst du behalten. Ich warte hier auf diesen Mega-Jumpscare, der mich komplett weggejagt. Der ist bis jetzt noch nicht gekommen. Wenn mir irgendwann eine Nonne entgegenkommt, mit ausgestrecktem Arm, aufgerissenem Mund und bleichem Gesicht, dann habe ich einen Jumpscare gekriegt. Wenn die irgendwann. Also das hat für mich kein Jumpscare. Stell dir mal vor, die machen irgendwann so legendäre Geisterjagden oder so, wo halt wirklich diese Kreaturen, die man vom Namen her durch Filme kennt, reinkommen. Dann bin ich Powered dann. by Warner Brothers. Ja, dann sind wir am Sag Arsch. schon. Ich gehe rechts Oh, rum, du links rum. Arbeitssicherheit. Oh, oder so. Ich soll links, ne? Ja, können wir machen. Erstmal unten rum. Gut, ja, ich habe nur gerade kurz vergessen, wo links und rechts war. Ja, treffen wir uns auf der anderen Seite quasi. Ich check kurz die Ja, Turnhalle. wir sehen uns dann. Wir arbeiten uns einfach nach oben hindurch. Ja. Ich bin sicher, der Geist findet uns schneller als wir ihn. Ich wollte gerade sagen, ich habe eine Tür gehört, aber es warst du. Nee, ich habe die Tür gar nicht aufgekriegt, das ist die Sache, das könnte ich gewesen sein. Die Tür ging nämlich nicht auf. Ich habe außer Bannerlord alles auf HDD. Das ist schneller als Phasmo. Ja, das Spiel ist halt ein bisschen. Warum mache ich jetzt Geräusche? Was? Geräusche? Wo? Ich wollte gerade Busch rein, aber bringt da eh nichts mit dem Funken. Nee, bringt nichts. Ich hatte hier gerade 10 Grad in einem Raum, ich weiß nicht. Das ist ein Hinweis. Halt mal länger drauf. Wenn das immer wieder auf 10 Grad schwankt, ist es. Ja, so im 10er, 11er Bereich. Ja, das müsste sein. Ja, ich gehe nochmal weiter. Vielleicht finde ich hier noch irgendwie stärkere Ausschläge.
Man zieht gerade jetzt nicht so, ne? Für so ein verlassenes Haus mitten im Winter in der Nacht. Oder. Ja, aber das ist, glaube ich, ein ziemliches Indiz, dass es der Raum ist. Warte mal, ich komme mal zu dir. Zeig mal, welcher. Oh, hier ist 9 Grad im Nacht. Nee, komm im Raum, ein Raum weiter, wo ich jetzt bin. Nein, ich sehe dich, ich komme. Bin gleich da! Gib uns ein Zeichen. Du sollst mir ein Zeichen geben. Ah! Doch, perfekt. Das Nachbarzimmer. Doch, das Nachbarzimmer. Bist du sicher? Ja, du, warte mal, wenn ich hier. Du kannst durch die Wände leuchten. Ja, hier 8 Grad, hier drin ist es. Naja, 9 Grad. Hallo? Kannst du uns ein Zeichen geben? Ah, perfekt, ein Zweihausschlag. Mensch, ja. Ich mag dich. Bist ja ganz schön nett. So. Ein netter Geist, krass. So, ich schau mal hier die Cam so. Gefriertemperaturen, die steppt hier neben mir. Ich kann die Cam da nicht hinlegen. Wo stell ich die Cam hin für die Orbs? Haben wir eins mit? Ich hab auch nicht. Ich hab immer eins mit, ja. Fotoequipment muss da sein. Okay. Ja. Du kannst das EMF und so hier lassen, gerne. Dann kann ich gleich nochmal gucken. Ja, bin lost. Sie schmeißt hier Bücher um. Und so Zeugs. Ja gut, das Tempometer brauche ich ja eh nicht. Deswegen kann nee, das kannst du ja jetzt weglassen. Ich habe ja eins noch mit. Schon komisch, wer seine Schule mitten im Nirgendwo baut. Vor allem in so einem Wald. Das ist kein Wald und kein Feld, das ist irgendwas dazwischen. Das ist die prädestiniert dafür, dass es die Hölle ist. Ich glaube, Hölle wäre noch schlimmer. Ja, irgendwas dazwischen auf jeden Fall. So, jetzt glaube ich, ist ja gar kein Spaß. Also, folgende Sache. Der Geist kam auf mich zugelaufen. Ich weiß, es ist der Hausmeister. Er hat eine Axt und eine Sense. Ich habe es nicht genau gesehen. Und er hat Hey zu mir gesagt. Ach hey, ach komm, das konnte ich nur kennenlernen. Ja. Er kam, hörst du mich? Ja. Er kam durch die Tische durchgelaufen. Schmeiß mal hin, das Ding. Ja, try hard, Alter. Ich bereite das mal hier vor. Hör auf zu steppen, Junge. Boah, ich dreh mich zur Wand, dann kann er mich wenigstens nicht angucken. So, Kamera ist an. Hier können wir noch Obst angucken. Dann schmeiß ich mal das Thermometer hier hin und hol mal noch Stuff. Hast du noch was anderes mit? Ja, ich wollte noch Dings holen. Kreuz. Ja, Kreuze. Müssen gleich Akku machen. Ich wollte eigentlich nur einen Grund dafür suchen, dass ich mit dir mitkommen kann, weil du schon sagst, da gerade ein Geist da war. Hast du die Quatschbox schon mit? Nee, die habe ich glaube ich. Nee, die habe ich noch nicht mitgenommen. Nee. Dann wir können da noch Stuff holen. Ich nehme das Buch da noch mit. Ich darf nicht, dass der Hausmeister ins Buch schreibt. Können wir alle überschreiben kann. So ein Geisterrasenmeertraktor oder Ding, so eine fette Klasse Amok und versucht ihn zu mähen. Geht nicht krank. Das wäre ein bisschen heftig. Dann nehme ich mal die Geisterbox mit. Ich nehm UV-Licht auch mit klein mit. Ja. Warte mal. Ich nehme mal nicht UV-Licht mit, ich nehme mal schon die Kamera mit. Für Fotos gibt's Geld. Ja, mehr brauchen wir sonst nicht, ne? Weil ich guck gerade mal, sieht man vielleicht schon Obst oder so. Das heißt, man nicht so einen Monitor hat, den man mitnehmen kann. So ein Armband. Ja, so ein Tablet, so, weißt du? Ja. Das wäre cool, ja. Er kam genau, wo die Kamera hinguckt, zwischen den Tischen hindurchgelaufen auf mich zu. Oder einen Rucksack, damit man mal ein paar Sachen mehr einpacken kann. Na, lass ihn wieder reingehen. Erstmal, ne? Haben wir eigentlich alles, ne? Thermometer habe ich drin gelassen, ne? Ja, gut. Ich leg auch gleich mal den EMF-Reader da noch mit hin. Mhm. So. Kann ein bisschen mehr tragen. 2 plus 2, was mitnehmen. Gruppen hast du gesagt, ne? Stand da, ja. Also ist egal, ob wir alleine sind oder zu zweit. Letztens hat mir ein Geist mitten direkt auf die Hand geschrieben. So. Hier am Flur neben Indy. Wow. Das Autogramm hier. Müsste der Raum sein. Indy wohl kaufen, ne? Essen. Da ist ja, der Raum hier. So.
Hallo. Hallo, die Presse ist da. Können Sie mal ins Buch schreiben, bitte? Schreiben Sie da rein. Ich schreibe vielleicht mal. Verdammt. Verdammt. Nee, verdammt. Verdammt. Jetzt. Perfekt. Irgendwann muss es ja mal klappen, ne? Kannst du das Buch mal? Sei nicht so schüchtern, gerade hast du dich auch gezeigt. Oh, das war falsch jetzt. Ich tu mal. Gib uns ein Zeichen. Ich stell mal die Kamera andersrum hin, dass sie hier lang guckt. Ja. Falls du was gesagt hast, kannst du das wiederholen? Bist du hier bei uns? Indy, hi. Wir machen Schule, du. Läuft gerade. Achso, bei Twitch. Gib uns ein Zeichen. Mal was ins Buch. Rede mit uns. Guck mal, ich leg dir das Buch sogar auf einen deiner Tische. Du hast doch bestimmt hier gesessen. Mal, ne? Wir brauchen noch eine Arbeitsdokumentation von deiner Arbeit, die du heute in der Schule verrichtet hast. Ein paar Stühle sind noch kaputt, aber ich glaube, die kriegst du morgen auch noch hin. Hast ja 8 Stunden Arbeitstag und dann Feierabend. Mal was in das Buch, Junge. Der ist bestimmt in den Ferien beim Fensterputzen aus dem Fenster gefallen und spuckt jetzt hier rum. Tani, Achtung, ein Zocker hinter dir, was? Ah! Eine Nonne! Boah, Alter, komm, ich nicht so. Ausmeister-Nonne. Ey, ich hab ernstlich geguckt, ne, für Halloween, ob es ein Kostüm von der Nonne gibt, ne, gibt's wirklich. Klar, Junge, mit Maske, mit Maske, Alter, bin ich aber. Ich weiß nicht, ob ich das anziehen will, ganz ehrlich. Es war, Alter. Ich find's faszinierend, ne? Ich hab das erste Mal vor 2 oder 3 Monaten, als ich im Kaufland war, wirklich eine Nonne gesehen. Da war eine Nonne und ein Priester, die sind einkaufen gegangen. Ich habe noch nie eine Nonne gesehen, in echt. Das war richtig weird. Ellie? Ja, wirklich. Ich laufe immer im Krankenhaus rum. Bei uns nicht. Habe ich noch nie gesehen. War ich richtig fasziniert von. Das war, glaube ich, noch die letzten. Ich glaube, es waren noch keine richtigen Krankenschwestern mehr. Vor, Alter. Als ich Krebs hatte, da sind wir mal regelmäßig ins Krankenhaus gegangen, sind immer so alte Omas mit ihren Gewändern da durch die Gegend gerannt. Habe ich noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sein. Vor allen Dingen, die war einen Kopf größer als ich. Die war einen Kopf größer als ich. Das war so eine richtige Amazone, weißt du? Die war so richtig so bam. Das war weird. Und dann hast du halt. Möge mit dir sein. Gesegnet seist du. Amen. Amen. Puff. Faust drauf. Als ob den wir zu steppen. Nicht du. Mit einem Kaufland segnet die sich dann. Ja, ja. Laufbahn, weil die nichts zu tun hat. Holy shit. Was hab ich denn gekauft? Auf Laden. Also billig auf Laden. Von der Kauf. Zeig dich jetzt, Geist. Wo bist du? Wo bist du hier bei uns? Malen lassen das Buch. Oh, du hast das Buch gemalt, danke. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Perfekt, Geisterbuch kann man schon mal eintragen. Geisterbuch ist schon mal safe. Aber Religion und Horror gehört nicht zusammen. Das ist die schlimmste Mischung, ja, die man machen kann. Ja, aber ganz ehrlich, stell dir mal vor, von der Nun, ne? Wenn die diese, warte mal, ich lass mal die Kamera gleich hier. Wenn die so ein Kloster im Wald hier reinbringen als Map. Ich will nichts sagen, ne, aber ich glaube, das ist wirklich passiert. Ich habe nämlich letztens eine Doku von Welt der Wunder gesehen, wo waren die in einem rumänischen Kloster, wo es anscheinend eine Nonne, die von Dämonen besessen ist, gab. Geil. Das ist ja toll. Nee, war nicht toll. Was? Ich weiß, das war echt. Ich habe sogar schon mal eine tote Nonne verbuddelt. Wie was, jetzt? Du hast eine tote Nonne verbuddelt? Was? Wie jetzt? Also real? Hey, fahrt. Oder in welchem Spiel? Hallo? What the fuck? What the fuck? Verarschst du gerade? Indy? Wir müssen mal ein Gespräch... Indy? Ja, Indy hat das geschrieben. Er hat schon mal eine tote Nonne verbuddelt. Indy, du Mörder. Ich hab Fragen gerade. Ich hab einige Fragen. Warum? Weil der im Konfirmationsunterricht eine böse Antwort von der gekriegt hat. Die Antwort war falsch. Oh lol. Fahr zur Hölle, Nonne! Einfach mit einem Kreuz ermordet. Ist die Kamera etwa aus? Ich hab die angemacht. Ah, doch, da ist sie doch. Pass auf, weißt du, was gleich passiert? Durch die Tür fährt der Hausmeister mit dem Rasenmäher direkt auf die Kamera zu und mäht sie kaputt. Mhm. Dann bricht er durch die Wand und fährt uns in den Hänger hier rein. Wieso? Wie sind da auf dem Boden überall so Lichtkegel? Siehst du die auch? Ich glaube, der Geist hat magische Durchfall. Ah, Obst, rechts oben bei den Zahlen, Obst. Jetzt. Geisterkugeln, warum war die da? Es kann ein Shade, ja, kann ein eigentlich, Jurei sein. Können eigentlich nur noch Fingerabdrücke sein, den Rest haben wir ja schon alles Dings, ne? Im M5 kann es auch sein. Ja, aber der reagiert auf Gruppen, sonst hätte er schon längst geantwortet.
Bei EMF5? Nee, EMF5, der hätte, glaube ich, auch. Fingerabdrücke können es auch nicht mehr sein. Gefriertemperaturen oder EMF5? Gefriertemperaturen oder EMF5? Ja, da hat, du hast noch ein Thermometer dabei, oder? Das liegt drinne. Okay, EMF5 hast du dabei? Gefriertemperaturen und EMF5. Haben wir noch extra? Ist drin. Okay, dann habe ich ein Kreuz dabei. Ich nehme auch noch ein Kreuz mit. Wir müssen ja Kruzifix und ein Foto mache ich auch noch von ihr. Ja. Ich schreibe mal, dass sie ein Non-Update reinklatschen sollen. Ich glaube, das ist. Also, ich glaube, die meisten Horrorfilme stehen schon auf der Liste. Da gehe ich schon mal ganz stark von aus. Ich fand aber auch krass, wo die da unten lang gelaufen ist und da überall Kreuze waren. Ja, das, dieser endlose Gang, ne? Und dann an der Tür, Gott endet hier. Und ja. Die zwei Nonnen stehen da und ich denke mir so. Ob ihr behindert seid im Kopf. Ja, oder wo die eine da ausgetragen hat und die einfach nur noch kurz vor dem Nervenzusammenbruch gesagt hat, das ist eine gottlose Kreatur, die sie uns anpasst. Die ist eigentlich keine Nonne. Oder die Szene, wo die irgendwie sich der ganze Flur gedreht hat und die am Ende stand, da keine Ahnung, irgendwie mit ihren Händen da Hokuspokus gemacht hat und die Tante da durch die Gegend gezogen hat, um diesen ihr Kummerbund oder wie man diese Kette da mit dem genau. an sich zu reißen. Oh, das war so weird, ey. Das war so richtig creepy, ey. Ich leg mal so ein Kreuz an die Tür. Oder? So, provisorisch. So, bist du hier bei uns? Zeige dich. Kannst du es... Ah, hier ist Thermometer. Kannst du es dann richtig kalt machen? Was war's, EMF? Aber ich habe ein technisches Problem, Hausmeister. Kannst du mal meinen EMF wieder bitte irgendwie ausschlagen lassen? Ich glaube, der Kontakt funktioniert nicht richtig. Das wäre wichtig, ne? Geisterbox kann es nicht mehr sein, ne? Nee, also genug EMF oder Temperatur sein. Und ich glaube, Temperatur irgendwie. Habe ich gerade Kill gehört? Ich glaube, ich habe gerade Kill gehört. Kann aber doch nicht sein. Box kannst du. Keine Ahnung. Mach mal aus. Ist nichts passiert. Box kann es nicht mehr sein. Box kann es nicht mehr sein. Ich habe ein Echo. Ich höre manchmal ein Echo von mir selbst über deinen Dings. Keine Ahnung, wieso. Aber wahrscheinlich über die Kopfhörer. Ich müsste dich leiser einstellen, dann wahrscheinlich. Die Tür ist zugegangen. Die habe ich zugemacht. Achso. Jojo. Oder die andere Stelle war, wo die runterspringt, die Box gegen diese Treppe knallt, das Seil stramm wird, das Fenster auf einmal zugeht und einfach nur so ein Schatten von so einer Nonne Richtung Fenster läuft. Alter, machst du gerade Limbo? Nee, ich guck, weil die Orbs waren von der Kamera, die da steht, oben in der Ecke, also hier. Ich habe geguckt, ob hier vielleicht irgendwo der Punkt ist, wo es noch kälter wird. Moment mal, ich muss mich zur Decke neigen. Ah, Mann, der Rücken gebrochen. Hast du das Buch schon fotografiert? Ja. Ich warte jetzt drauf, dass er sich nochmal zeigt, dass wir ein Foto vom Geist kriegen, weil das gibt echt mal eine. Kannst du uns einen Beweis geben, dass du wirklich existierst? Du bist bestimmt schon weitergelaufen. Mach irgendwas. Das Buch hat er umgeschmissen, ja, das Blaue hat er rübergeschmissen. Aber. Ah, das Lehrerbuch einfach umgeworfen, ich glaub's nicht. Ich glaube, man muss alleine sein bei dem Geist. Da war bestimmt eine schlechte Note von ihm drin. Ich glaube, man muss alleine sein bei dem Geist. Tja, ne? Was du tun musst. Tschüss. Warte mal. Tu mal das EMF. Vielleicht, wenn ich hier in der Ecke bleibe hier, tu das mal hier vor mich legen, hier unten. Ja, perfekt. Na dann. Geh mal aus dem Raum raus. Jetzt gleich klaut mich eine Nonne, falls ich nie wiederkomme, ne? Weißt, was passiert ist? Ich bin in Rumänien gelandet. In der Kühlkammer und sitze tot aufrecht auf der Bank, obwohl mich jemand waagerecht hingelegt hat. Ja, und ich hoffe, du verstehst, dass ich dich da nicht hole. Er muss jemand zurückreisen in die Vergangenheit Richtung Ende des Zweiten Weltkriegs oder so. Keine Ahnung, was das war. 1995 war das. Keine Ahnung. Bist du hier bei mir jetzt? Zeig dich. Also nicht du. Der Geist. Ich kann gern wiederkommen. Nehm mal meinen Geist, soll ich jetzt mal zeigen. Bist du hier bei mir, Geist? Wo hast du jetzt was umgeschmissen? Ich hab's gerade gehört. Ich glaube, der geht echt nur auf alleine, ne? Ja. Scheiße. Hi! Kuckuck! Kannst du mich so hören? Ohne Walkie-Talkie? Ich kann nicht. Ja, ich kann dich auch hören. Bei mir durch die Dose. Hol mich hier raus! Spring doch einfach raus. Die Fenster sind prädestiniert dafür, um rauszuspringen. Ja, total. Die Wände sind auch einfach so. Wir können eine Panzer fassen. Wir sollten Panzer. Soll ich gehen mal in den Bus, dann kann ich wieder sehen. Dreier Ausschlag auf dem EMF. Meine Beine sind weg. Was sind weg? Meine Beine. Warum sind deine, wieso sind deine Beine weg? Guck doch nach unten.
Oh wow, really? Ja, muss jetzt sein. Wow. Zeige dich! Ich sehe gar nichts. Du Feigling, du Schande eines Geistes. Ich krieg so Karma. Sind jetzt schon umgeschmissen. Ich weiß nicht, was du umschmeißt. Ich sehe das nicht. Achso, das Buch runtergeschmissen. Oh lol, hat das Buch runtergeschmissen. Ja, was mache ich denn, wenn es knabbert? Keine Ahnung, mich rausholen bitte. Das wäre echt super. Ich komme mit dem Laserschwert und hau ihn weg. Also, der macht hier nicht wirklich was. Auf mich reagiert er irgendwie gerade nicht mehr. Ich hol einfach Baby Yoda, der haut mich dann weg. Ja, vielleicht ist er in einem anderen Raum. Nee, er steppt hier schon. Deine Sanity ist aber... Wie ist meine Sanity? Deine ist bei 50, meine ist bei 60 und die Aktivität ist bei 0. Okay, ja. Ich komme mal raus, wenn meine bei 50 ist. Nicht, dass er gleich auf Jagd geht. Ach, das passiert schon nicht. Ja, klar. Sehe ich auch schon so. Ich habe Angst, wenn ich auf die Tür zugehe, dass die Tür vor mir zugeht und die Jagdphase losgeht. Kannst du eigentlich die Tür zu machen, wenn du noch draußen bist? Ja, kannst du. Perfekt, wo sind die? Ich habe doch Sanity-Pillen reingetan. Wo sind die Sanity-Pillen? Hast du schon eine gegessen? Nein. Oh, guck mal, die Aktivität ist auf 5 gestiegen. Oh, guck mal, du hast 95%. Los, rein da. Mach ein Foto und guck aufs EMF. Scheiße. Ich kann nicht rein. Ich hab das Sanity-Pill mitgenommen. Liegen die hier irgendwas in die Runde gefallen? Ich wollte welche mitnehmen. Kann sein, dass ich irgendwie welche rausgenommen habe. Aber eigentlich ich kann ich ja keine Fremden. Nee. Also, ich weiß nicht. Wir sind die weggebackt. Also, oh Gott. Du schaffst das. Mach ein Foto von ihm und das EMF liegt in der Ecke vor der Kamera. Warum bin ich bloß ein Ghostbusters-Vorarbeiter? Denkst du, die Arbeit eines Ghostbusters selber ist besser? Die können sich wenigstens wehren. Die haben so komische Blitzdings. Ich hoffe, das kommt, dass wir irgendwann auch weitergehen können. Nicht nur das rausfinden, sondern auch das bekämpfen. Oder so. Also ich beobachte dich durch die Kamera, ja, dir kann nichts passieren, ich bin immer bei dir. Die Situation ist halt, wenn der Geist vor mir steht, das Einzige, was passiert ist, dass ich wegzog und das Foto nicht mache. Ja, wenn die Stirn vom Geist drauf ist, geht das schon. Ich sehe dich, alles gut, ich sehe dich. Beleidige ihn einfach mal richtig durch. Sagst du mir kurz seinen Namen? Okay. Kenneth Clark. Das geht so schief. Hast du seinen Namen gesagt? Nee, noch nicht. Geht das auch Kenneth, Punkt, dass man den Kenneth Namen Clark. Geht? Kenneth Clark. Ich weiß es nicht. Das bringt nix. Schade. Muss halt sagen. Okay, ich wusste es nicht. Das frage ich mich schon die ganze Zeit, ob es über Funk auch geht. Weil eigentlich hörst du den. Du hörst den Funk ja eigentlich. Gehst aber in die Vollen, wa? Ich hab meine Augen ganz doll zugekniffen. Wow! Hilfe! Belastbarkeit bei mir minus null. Wenn du deinen Atem. Wenn du deinen Atem siehst, sag Bescheid, ne? Er ist bei Aktivität null, also er macht nix. Kenneth Clark. Jetzt wirst du auch mutig, wa? Ich habe einen Kruzifix an die Tür gelegt. Kann sein, dass er deswegen nichts mehr macht. Leani tippt gerade drauf, dass er vielleicht drauf steht, beleidigt zu werden. Versuch's mal damit. Er macht nichts mehr. Doch. Hörst du mich noch? Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich hab die Augen zu. Hätte ich der Facecam, würde so sehen, wie beschissen das aussieht hier. Ich kann gar nicht mehr richtig reden. Aktivität immer noch null, also er macht nichts. Ich glaube, du musst das Kruzifix an der Tür mal wegtun. Ich glaube, das stört ihn sehr. Das packe ich nicht an.
Hä? Egal, auf welche Seite du guckst, das liegt irgendwie halt. Das ist ja nichts Schlimmes. Er macht halt nichts. Er ist null aktiv. Null. Ich hab ein Kreuz in der Hand. Das lege ich jetzt erstmal hier hin. Okay. Du denkst, der rettet dich aus der Situation? Also wenn der mich nicht rettet aus der Situation, ne, dann kann er vergessen, dass ich zu ihm im Himmel komme. Aber ich lieber auf der Erde und spuck auch um. Indy sagt, du sollst mal fragen, wen er ermordet hat. Ich guck jetzt erstmal auf den Boden. Ich guck nur auf den Boden. Oh Gott, wenn er jetzt gleich so unter mich duckt. Ah, wo ist der Tür? Hinter dir, ist hinter dir! Ich kann das Kreuz nicht aufheben, Gott! Heb doch das Kreuz auf, es ist verflucht! Gott, das muss ich so behindert anhören. Ich sehe das die ganze Zeit vor allen Dingen. Das ist minimal witzig. Also, der Chat ist sich einig, Gott, versuch's mal. Versuch's mal mit durchbeleidigen. Beleidige ihn einfach mal richtig. Sanity ist noch okay bei ihm. Oh, meine Sanity steigt wieder, oder? Ja, ein bisschen. Okay, wir gucken. Wen hast du ermordet, du Monster, du kleines, dreckiges Ding aus der Hölle, du ausgeputzt, du gottlose Gestalt? Ach, du gehst in die Vollen, wa? Wir versuchen die Runde wirklich zu gewinnen, aber der ist halt, der macht halt nichts. Der Geist macht nichts. Der Geist macht null. Gar nichts. Ich brauche eine extra große Windel. Du machst das super. Indy, das ist fies. Das wäre richtig, das wäre witzig, aber wäre echt fies. Der Geist macht nichts, er ist halt null aktiv. Ich weiß nicht warum. Kenneth Clark ist ein Lachs. Nein, das ist ein Lachs. Geht nicht, ich habe unter 50. Unter 50, das kannst du knicken. Wir müssen raten. Oh Gott, der hat mich... Ah, Gott, ich muss raus. Was ist passiert? Was ist los? Der hat mich angehauen. So ein heißer Atem im Nacken, meinst du? Ja, ja, er ist auch gerade auf 3, ja, ja. Es hat ihm nicht gefallen, dass du rausgegangen bist. Ich finde, also ich glaube, er will, dass du wiederkommst. So, bitteschön. Kannst machen, was du willst. Ich brauche nicht mehr, ich gehe in Rente. Scheiße, wieso habe ich wieder 70? Nein, ich will nicht. Ich weiß es nicht. Du schaffst das. Ist EMF noch drin? Pass auf, der Haufen Jan. Ich weiß nicht, wie das Ohr ab. Gib mir bitte einfach durch, wenn meine Sanity bei 60 ist, sag bitte Bescheid. Dann komme ich wieder raus. Dann müssen wir raten. Gibt es eigentlich auch... Oh, es gibt Lichtschalter. Es gibt Lichtschalter! Da sind schon wieder Orbs. Der ist noch im Raum. Ich wiederhole, er ist noch im Raum. Ich habe eine Tür gehört. Zur Info, das Kreuz im Eingang ist verflucht. Das kannst du nicht mehr aufheben. Ist irgendwie festgeklebt. Indy, machst du mit? Hab das Kreuz aufgehoben. Oh wow, dass du das kannst, sehen, magisch. Ich stehe halt gut mit dem da oben, ne? Der macht gar nichts. Also die Aktivität ist bei 1, der steht direkt, glaube ich, neben dir. Also wenn die Orbs die Position bestimmen können. Nee, ich glaube, die Orbs sind einfach nur so da. Bist du hier bei mir? Gib mir ein Zeichen. Ich glaub. Auch perfekt. Das hat selbst nicht gehört.
Gibt auch noch einen zweier Ausschlag. Also ich tippe irgendwie auf EMF. Komm raus, komm raus! Wie ist mein Sanity? Sekunde. 60, 69, haben wir beide im 60er drin. Sitzt da eine Nonne auf dem Stuhl? Ich glaube, da sitzt eine Nonne auf dem Stuhl. Halt die Fresse. Sei froh, dass du mich nicht hörst. Komm mir nicht mehr, Nonnen-Scheiße. Nicht jetzt! Dann habe ich gehört, ich soll die Fresse halten, Lamar. Ich mache gleich die Tür von außen zu. Der hat mich angeatmet! Oh Gott, der hat dich angehustet! Oh Gott. Die Aktivität war ganz kurz bei 7. Ich glaube, ich komme raus. Okay, du hast wieder eine 80er Sanity. Wie du das geschafft hast, weiß ich. Skill. Zeige dich! Du hast sie einfach durch den Jumpscare, glaube ich, erholt. Du hast einfach eine 80er Sanity gekriegt. Zeige dich, Geist. Was auch immer du bist. Du bist eine Schande für alle Geister. Andere Geister, ich kann gerade nicht mehr richtig durchbeleidigen. Du bist eine Schande für alle Geister. Andere Geister schämen sich, dass du auch ein Geist bist. Komm, ich sag Ausgeburt Satans, du nichts. Wenn der mich jetzt tötet, weil du ihn durchs Funk beleidigst, ne? Gottlose Geschichte. Ich kann nicht von hier drinnen hören, wie er draußen rumbrüllt im LKW. Ne, aber der ist gerade wieder auf Null gegangen. Ich glaube, der hat so Pausen, die er so einlegt, obwohl die Pausen irgendwie bei dem länger sind als alles andere. Ja, dann lass raten, ich komme raus, ganz ehrlich. Der hat Angst vor uns, der Geist, ja. Angst hat er. Ich habe auch ein bisschen Angst vor ihm. Wie jetzt Clark Kent. Mach bloß die Eingangstür zu. Da geht keiner mehr rein oder raus. Doch, ein anderes Team wahrscheinlich, das es versuchen will. Ja, wir sind ja nur die Vorarbeiter von den Vorarbeitern. Wir sind nur die Vorarbeiter. Wir haben erstmal das Licht angemacht. Die nächste Truppe guckt dann, wer es ist. Ich würde den Bus wohl nehmen. Das scheint nur ein Takt. Boah, wir wollen wir. Wollen wir auf EMF gamblen einfach? Dann wäre es ein Shade. Du kannst es auch, das würde auch passen. Entschuldigung. EMF 5. Machen wir Shade. Da? Schade. Wer fährt eigentlich diesen Wagen? Ich habe keine Ahnung. Wieso habe ich 75? Ich geh nicht wieder alleine in diese Kiste. Esse noch, kannst mir aber schon den Code schicken und steig dann. Boah, wir sind so Genius. Das war halt ein Shade, ne? Wir sind einfach. Wir sind einfach Jesus. Jetzt mal hinstellen. Hinsetzen. Oh, ich hab den Stream geschlossen. Passiert. Ich muss kurz. Ich schick schon mal Indy den Code. Ja. Also, der Chat von mir und Indy ist schon echt witzig. Du siehst auch bloß die Codes für Phasmo. Sicher. Also, eine Runde können wir noch machen, er ist ja erst noch. Wenn du Lust hast, eine können wir uns noch gönnen. Ich habe gerade auf Instagram geguckt, ne? Schreibt, Leila möchte dir eine Nachricht senden. So, was schreibt sie? Hi, mein Name ist Katrin. Mein Gott. Ja. Ich bin 26. Kurz. Ah, ja. Was ein Bot. Du musst übrigens einen Job auswählen. Oh. Du musst noch Stuff in den LKW packen.
Asyl im Anfänger, nein, 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 wirklich nicht. Das Nein, okay. zu zweit, das ist so riesig, das ist größer als die Schule. Anfänger, können wir machen ein Straßenhaus, was auch immer das war. Ah, so ein Straßenhaus mit so, dem LKW, ja. So ein random Haus an der Straße, das passt schon. So, bereit. Bereit, um die Stadt zu gehen. Ja, bitte. Oh, nee. Ich drück nur bereit die ganze Zeit. Erkennt. Dann ging es super, wenn ja auch eine Brille. Wie geht's euch allen denn heute eigentlich so? Wie geht's dir denn heute so, Zocker? Wie soll's mir gehen? Wie geht's dir halt so? Also, mir geht's ganz normal. Ne? Nicht schlecht, nicht gut. Also, okay, das war jetzt, hat sich ein bisschen komisch an. Auch doof. So Mittelding halt. Definiere Mittelding. Jetzt hört er mich ja nicht mehr. Wir machen noch ein kleines Haus in die und dann geht's los. Ah! Boah, schreck mich doch nicht so. Boah, Junge, kannst du mit so einem lauten Knall da annehmen? Boah. Entschuldigung. Tut mir leid. Sorry. Junge, Junge, Junge. Wie kriminell hier. Ich bin nicht kriminell. Elizabeth Martin. Die ist das Problem. Ich hab so eine richtig einsame Insanity-Pille. Ja, ich hab doch eine mitgenommen. Wo war die vor uns? Ja, jetzt. Er vor uns auch. Also, die reagiert nur auf Personen, die alleine sind, ne? Och nö, ich weiß, welches Haus das ist. Och nö. Ich schau schon mal, ob ich den Raum finde. Ach ne, ich hab den Wohnungsschlüssel nicht mitgenommen, scheiße. Der steckt gerade irgendwie im Schrank fest. Ich kann mich nicht bewegen, ich steck irgendwie mit meinem Kopf im Schrank. Oder im Regal. Ich sehe, dass du da stehst. Ich kann die ganze Zeit ducken. Ducken geht nicht? Doch jetzt, du duckst dich und auch nicht wieder. Ja, ich versuche mich gerade rauszubuggen. Geht's? Ach, jetzt. Ha! Ah, Jesus. So, Schlüssel habe ich schon. Steckst du wieder fest? Achso, ich guck schon mal unten rum, ob ich den Raum finde. So. Was? Ihr wurdet doch gestern vom Geist gemobbt, da hättet ihr seid ein Kackauto angeschmissen. Ich habe übrigens gerade irgendwo was gehört, also irgendwo hat er was umgeschmissen, entweder oben oder hier unten. Was hat denn Schlüssel? Grüner. Wofür auch mal der war. Oh, hier ist der Knochen. Gut, den können wir dann fotografieren. Jo, ich weiß nicht, wofür die gerne Schlüssel sind. Keine Ahnung. Kann man damit jetzt mit dem Auto wegfahren? Nein. Wobei das Auto sehr komisch aussieht. Sieht aus wie so eine Filmkulisse. Ein bisschen. Alles so hochauflösend, kommt dieses komische Auto, was mehr nach ja. Pinselmalerei aussieht. Ich geh mal hoch, ich tippe irgendwie auf oben. Ne, warte mal, ich hab's, glaube ich. Direkt hier? Direkt hier? Wie viel Grad hast du? 7 Grad. Oh, 8, ich hab 8, 6. Direkt hier? 5. In einem kleinen Vorraum? Ja, ja, easy, okay. Einfacher geht's nicht. Elisabeth, zeig dich! Hier ist schön Hölle, hier hab ich keine Ahnung. Noch. So, ich hol mal Stuff. Durch, ich lass mal. Die hat den Teller runtergeworfen. Ich lass mal das gleich hier. Ich hol mal noch Zeug. Alter, die ist hier gerade rumgelaufen. Was hat die angehört? Ich hab gerade ihren ganzen Rücken auseinandergerenkt. Boah. Welche Geister spielen nochmal mit Licht?
Gins. Okay, kann Gin sein, das Licht ist gerade jetzt rausgegangen. Ja, Gins machen auch Licht an, wenn es aus ist. Also die spielen komplett mit Licht. Ja, im Wohnzimmer war ja auch gerade Licht, ist auch wieder ausgegangen. Hallo. Hallo, ich musste kurz jemanden sperren. Ach, du bist disconnected. Nee, ich musste sperren. Oh, es ist Gefriertemperaturen. Ja, wir haben Gefriertemperaturen. Perfekt. Kannst du das Buch malen? Nee, nicht das Licht, Buch. Ja. Brauchen wir noch irgendwas? Ja, warte, ich leg kurz in den mit ab, dann hole ich noch Dings zu Infrarot-Taschlampe. Na, ich hol dann noch so kurz für die Nebenaufgabenzeug. So dumm, dass hier echt Bots reinkommen, ne, und fragen, ob man Bots haben will. Hä? Ich check das nicht. Das können wir sogar zwei Dings leisten. So, ich bin wieder drin. Kruzifix. Jetzt bin ich wieder drin. Ich komme auch gleich wieder mit. Infrarotlampe hast du. Schwarzlicht hast du auch schon? Was? Schwarzlicht hast du mit? Hallo? Ja, Leani, da war schon mal was. Schon gemerkt, so. Genau, ist ab und zu mal jetzt wieder. Oh, okay. Was hast du denn gesagt? Adult, er ist erwachsen. Ah, er ist erwachsen. Ja, wissen wir. Bin stolz auf dich. Hast ein tolles Leben. Es kann noch. So, Geisterbox. Geisterbox habe ich, glaube ich, drin, ja. EMF kann es nicht mehr sein. Fingerabdrücke können es sein. Kugel kann es sein. Buch kann es sein. Der hat ja gerade Türen auf und zu gemacht, ne? Deswegen. Ich guck mal nach. Guckst du kurz die Türen ran? Soll ich mal rausgehen, nach Kugeln gucken? Boah, das wird sich so ekelhaft, Alter, wenn die hier rumlaufen. Nee, das wird sich anders, wenn die alle Knochen brechen. Ja. Ich muss hier kurz Licht ausmachen, damit ich was sehe wegen Kugeln. Also nicht wundern. Bring mal gleich mit die Kamera mit rein für den bewegenden Knochen. Die ist schon. Die ist hier, warte. Komme. Die habe ich schon hier, die lege ich vorne hin, also sollte der aufkreuzen, kannst du sogar eine Foto machen. Das ist eine Sie, bitte beleidige sie. Sie, entschuldige, tut mir leid. Hier, Foto. Hast du Platz? Ja, ich guck kurz wegen Obst. Schreibe in das Buch, wenn du es kannst. EMF ist ja nur eh, useless. Ich hätte gern noch, ich bräuchte noch so eine atmosphärische Musik, wäre noch geil in dem Game. Okay. Kannst du noch einen Stecker? Was? Nee, ich wollte eigentlich gerade mit dem Geist so reden, aber du hast den Funk gedrückt, deswegen. Kannst du ein stärkeres Zeichen auf das EMF-Gerät geben? Nein, noch mehr. Mehr? Ich funk die ganze Zeit, warum? Weiß ich nicht. Die Kamera nochmal umsetzen, dass die andere Seite filmt. Die Kamera war im ersten Moment nichts zu sehen. Ich setze sie nochmal um. Ich hoffe mal, dass man aus dem anderen Winkel vielleicht was sieht. Was? Die kriegt doch nicht auf die Kette, oder? Dreierausschlag. Ja. Mehr wird's nie, wa? Die Kamera perfekt. Wo hat sie so umgeschmissen? Ich will. Bing. Tja. Der ist ja weg. Komm nicht mehr. Zeige dich, Dämon. Ich weiß es nicht. Ich will gar nicht wissen, wie sie heißt. Sie steppt doch hinter mir. Geh weg. Ich guck mal kurz. Okay. Wenn ihr jetzt kommt, ne, dann haben wir Probleme wegen der Kamera. Ja. Die Aktivität steigt gerade wieder, machst du groß.
gut, wir haben gerade Stufe 4. EMF3. Elisabeth Martin heißt die Olle. Okay. Komm ich aber auch wieder. Bist du hier bei uns? Ich möchte den Namen nicht sagen. Elisabeth Martin, zeige dich. Sofort. Ja, am besten noch bedrohen. Kommt sicherlich gut. Ja. Elisabeth Martin, musst du dich mal bitte an Kasse 3 melden. Kasse 3 bitte. So, jetzt können wir auch nicht mehr flüchten. Ich hab die Tür zugemacht. Bist du hier bei uns? Gib uns ein Zeichen. Komm, zieh mal richtig durch hier. Oh! Wow, Gott, das ist ein Mädchen! Oh, ich dachte, hat die nicht gerade gesagt, die ist erwachsen? Die ist kleinwüchsig, oder? Hey, Scheiße! Mach die Tür wieder auf! EMF4! Hey, Gandalf, komm her! EMF4! Sie sind das meine, ich kann kein Foto schießen, ich zuck zusammen! Dann gib mir das Foto! Und nimm das EMF-Ding! Sofort! Bei Fuß! Kannst du mal aufhören, ne? Was sagen? Sie war gerade schon hier, oder? Das ist so ein Kind ohne Gesicht. Ja. Alter. Ein Kind ohne Gesicht. Ja, das wolltest du ihrem Spielzeug, hast du doch gesehen. Wie viel? Bist du hier bei uns? Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Ich komme aus nix, ne? Die rennt da hoch, ja, mit dem Spielzeug. Alter. Spielzeug. Oh. Vielleicht wollte sie sich auch Knöpfe ins Gesicht nähen, damit die wieder Augen hat. Keine Ahnung. Schön, wie du in der Tür stehst. Komm mal rein. Komm mal rein, Stück. Komm. Ich bin noch im Gesicht. Nee. Komm mal rein, ein Stück. Das ist ein Inter. Das ist top. Komm mal rein hier. Das ist ein Internetbug. Ja, ja. Oh, meine Taschenlampe ist angegangen. Hilfe. Komm mal ein Stück rein hier. Komm mal nicht diesen. Ich stehe ja schon vor der Treppe. Was machst du denn mit mir? Ich finde dich noch nicht an die Treppe. Guck mal wegen Fingerabdrücke nochmal rum. Das können ja auch Fingerabdrücke sein. So, hier geblieben. Los, guck mal, irgendwie Fingerabdrücke. Fenster geht auch, da kann auch welches sein. Ja, vielleicht hat sie jetzt wieder gekrabbelt. Fettfinger an die Dings gemacht oder was? Naja, wahrscheinlich. Fenster kann sie sauber machen. Ja. Nee. Kannst du schön selber machen hier. Nein, ich wollte mal die Tür gucken, ob ich von außen irgendwas sehe oder so. Schade, dass man die Tür nicht zuhalten kann. Das wäre so assi. Bist du hier bei uns? Sind keine Fingerabdrücke. Oh. Hast du mal die anderen Türen angeguckt? Sie ist ja hochgerannt, guck mal oben. Ja, da war ich. Komm mal aus der Tür raus jetzt, Junge. Komm mal rein jetzt. Wenn ihr auf mich zugerannt kommt, dann bist du schon, wenn ich sterbe. Wenn ich sterbe? So. Alter, ich sehe die ganze MF wieder, ne? Komm mal, du kleinwüchsiges Mädchen ohne Gesicht. Ja, die sagen, dass du erwachsen bist, bist du nicht. Urkundenfälschung, wir mal. Kann es sein, dass wir den letzten Punkt nicht finden? Ja, bis jetzt ja. Kannst du uns ein Zeichen geben? Kannst du nicht uns zeigen? Komm, lauf mal wieder noch die Treppe hoch. Wo ist dein Spielzeug? Ja, wo ist dein Spielzeug? Vielleicht ist sie auch so ein komisches Kind, die hat ihr Gesicht einfach verloren, weil die Treppe runtergeknallt ist. Die hat Spaß dabei, die Treppe runterzufallen. Die rennt immer wieder hoch, spaßig, und knallt dann einfach wieder mit Spaß die Treppe runter gegen die Wand. Das ist schon ein bisschen assi, ne? Warte, wenn ich jetzt die Wand ableuchte, sehe ich dann ein Gesicht? Warte mal, die spielt oben im Licht, ne? Guck mal die Lichtschalter ab, da können kleine Fingerabdrücke dran sein. Ja, in der Lichtschalter habe ich auch schon geguckt. Ich bin vorbereitet. Vorbereitet? Boah, ey. So ist richtig random, wenn die Dinger. Jetzt aber, guck mich mal an. Sag ich etwas, hältst du einen Handabdruck im Gesicht? So richtig, so ein grüner Fleck. Bist du sicher, dass ich nicht gefasst? Bist du hier bei uns? Mach dich doch mal bemerkbar, gib uns ein Zeichen. Komm raus, wo immer du bist. Nur nicht direkt neben mir, wie die Oma gestern, das war echt übel. Die Oma? Das war nicht die Oma, das war Valak. Nein, das war die Oma. Bist du sicher? Ja. Das war eine Rentnerin mit dem Rolli, die ist hingefallen. Boah. Jetzt ist halt gar nichts mehr, oder? Die macht halt gar nichts mehr, ne? Aber Gamble, wieso das so intelligent? Ja, ist aber dran. Oh! Ah! Da! Jetzt! Schieß! Foto! EMF! Geh mit EMF hin! Schnell! Und? EMF 4! Dann wird sie nicht 5 erreichen, glaube ich. Elisabeth Martin! Ah!
Dann wird sie nicht fünffach. So, wir haben ein Foto. Ich hole jetzt ein Räucherstäbchen und dann fange ich gleich an mit meinem Reinigungsgebet. Sie hat die Kerze aus dem Fenster geschmissen. Sie hat eine Kerze aus dem Fenster geschmissen. Ist das Fenster jetzt kaputt? Nein. So, Foto haben wir von ihr. Ich nehme jetzt nicht das Kruzifix. Also, ich nehme nochmal, ich gucke nochmal nach Finger und Drücken und so. Also, es können, also EMF glaube ich nicht, sie war da und da war nichts. Fingerabdrücke könnten Gespenst sein. Wie schalte ich nochmal ein Räucherstäbchen an? Ich bin schlau, EMF kann es gar nicht mehr sein. Wie hau ich ein Räucherstäbchen rein? F draufdrücken mit dem Feuerzeug, aber das hat nur eine gewisse Dauer, also du musst dann schnell sein. Ach jetzt, so perfekt, schnell rein. Schnell rein, ich komm gleich, ich guck noch kurz nach Orbs. Los geht das Bereinigungsgebiet. Das wird nach, also nach Orbs gucken wird's nichts, das ist zu dunkel. Ich möchte kurz anmerken, EMF 5 kann es gar nicht mehr sein. Ich habe mich getäuscht. Ich fange an zu beten. Vater und Du musst ein Stück reingehen. Heiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein wünsche ich mir. Bereinige diesen von den Bösen, so wie uns von den Gotthosen. Ich stehe neben dir, warum machst du wohl Talk hier? So. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das Buch hat sie auch nicht gemalt. Bereinige diesen Ort von dem. Du fühlst das ein bisschen, kann das sein? Ich bin einfach dieser andere Priester. Ja, ne? So. Feuer in Daul! Fuck! So. Kommt nicht mehr zu uns, ich bin jetzt ausgeräuchert. Ich will wieder aufs Buch gambeln irgendwie. Ich mach einfach auf einer amerikanischen Webseite einen Priesterschein und dann kann ich hier uns Exorzisten-Dings hier abhandeln. Wow. Also ich würde sagen, wir gambeln einfach auf das Buch und dann hat sich das. Ey, kann man das Feuer wegwerfen? Zünde die Bohrung, geht nicht. Boah, ich habe mich gerade vom Schatten des Kreuzes erschrocken. Ich dachte, Jesus ist jetzt hier. Lass uns sie beraten. Nicht, dass sie noch aggro wird, weil mein Name sehr oft gesagt. Elisabeth, Martin! Hier draußen bin ich auch mutig, den zu sagen, drinnen nicht. Gleich rennt ein Teddybär um die Ecke. Wollen wir aufs Buch gambeln, dann wäre es ein Dämon, das glaube ich aber irgendwie nicht. Ich würde eher auf die Fingerabdrücke tippen. Das wäre ein Gespenst, weil sie schmeißt auch Sachen um. Da ist jemand müde. Ja, komm. Nein, stimmt nicht. Geisterbuch, warum was? Da. Dämon, oh Gott, ein Dämon-Baby. Also ich würde Fingerabdrücke sagen, weil Dämon wäre. Ja. Er ist ein bisschen heftig. Nicht so heftig für einen Dämon, er macht ja kaum was, also jetzt. Ja, übel Dämon, Alter. Ich sag es was. Kleinet oder was? Wir schlagen mir auf die Tieren. Ein Gespenst. Tja. Da ist auch schon Indy. Okay. Hallo. Ja. Ah, da. Hallo. Ja, Mensch. Fortsetzen. War es jetzt deine Katze im Hintergrund oder warst du das jetzt gerade? Miau. Ich. Wisst ihr, wie man einen Hund zum Miauen bringt? Nein. Einfach in die Gefriertruhe werfen und dann mit einer Kettensäge durchschneiden. Oh, Alter. Und eine Katze zum Bellen? Mit Benzin gießen und dann anzünden, dann macht die auch Wuff. Boah. Du bist halt was? Ernst, ne? Du, das ist halt, das ist gar nicht witzig. Leute, ich hab nur was auf fortgeschritten, ne? Ich fand's irgendwie schon lustig. Es ist das Anfängerhaus. Es ist das Anfängerhaus. Ja. So, ich lasse euch folgen, ich bin der Typ, der drin sitzt, ne? Ich gebe euch ihr Equipment mit. Du bist der Typ, den wir im Haus einsperren. Ja, ich brauche nur Räucherstäbchen, dann mache ich den Rest. Könnt ihr meine Gebete. Ach so, Kreuz braucht die vielleicht auch noch. Haben wir schon ein Stativ? Online-Priester werden. Bei Punkt dem kommt, vielleicht nicht, bei dem Haus, aber... Ja, müssen wir mal gucken. Online-Priester werden. So. Kostenlose
Priesterweihe. Gibt's ja gar nicht, gibt's wirklich. Klar, gibt's jetzt. Sowas gibt's safe. Nee, du machst das so, jetzt. Kostenlos sogar. Ach, das klingt doch perfekt. Kriegt den Priester jetzt. Nee, das wäre zu albern, Alter. Hinter muss ich dann so Gottesdienst halten im Internet. Kann ich nicht. Kriegst du da so eine Urkunde zugeschickt. Sie sind Priester. Oh. Priester rangholen. Okay. Robert Miller ist unser Kunde. Boah. Person, die online sind. Richtig Full House hier. Guck, haben wir mehr Sanity-Pillen? Oh Gott, 2 Stück. Nimmt jemand die Orb-Kamera mit? Kann das sein, dass du keine hast, Zocker? Sanity-Pillen, nee, ja. Ich glaube, Zocker hat keine. Der T war das, ne? Personen, die alleine sind. Nehmt ihr das ja mit der Orb-Kamera? Dann nehme ich gleich die Fotokamera mit, für den Fall, dass ihr aufkreuzt. So. Oh, das Stativ glänzt so, Alter. So ein sauberes Stativ hat man noch nie gesehen. Ist eine fortgeschrittene Mission. Also nicht die Name-Sache unbedingt. Ich komme das direkt in die Arme gerannt. So. So, ich glaube, geh mal hinterher, da kann ich direkt die Kamera da abstellen, wo du bist. Ja, ich muss erstmal ein bisschen Raum finden, erstmal. Nee. Bitte nicht das Kinderzimmer. Ey, nur weil es Kinderzimmer ist, kann auch nicht die Mutter, wie vom Kind umgebracht wurde. Okay, nein, das ist nicht. Klingt brutal, aber was? Weiß man, die schon was gefunden? Brutaler Baby ist. Nee, nein. Nein. Aber ich bin auch nur mit EMF unterwegs. Sie spielt hier. Sie spielt überall mit dem Licht gerade rum. Ah, das ist doch hier die überall gleichzeitig. Einfach. Nein, ich hab die Sicherung Piste, ausgemacht. Die gemobbt wurde, ey. Mobbing, ey. Das Mobbymobil. Also ich finde hier leider gerade gar nichts. Ach, guck mal, die haben richtig gute Küchensachen, Alter. Das ist hier richtig schön Kampfwerkzeug. Am Moment, da hinten im Esszimmer war ich noch nicht mit dem EMF. Diese, wenn man jetzt beim Geisterjagen auf Klo muss. Nee, eher nicht so. Also du gehst in den LKW. Hier drinnen stehen solltest du nicht. Hm. Ja gut, ich habe keine Ahnung, ich finde nichts. Also Temperatur ist... Hast du gerade die Tür zugemacht, Zocker? Ja. Wo? Ich hab hier EMF im Jugendschlafzimmer. Da liegt noch der Knopf. Aus dem Weg, du Monster! Ja, 11,8 ist hier. Dann präparieren wir mal den... Oh, die hat die Sicherung rausgesäbelt. Unser Stativ kann fliegen! Perfekt. Ist es an? Die Kamera ist übrigens schon an, ne? Ja, die hab ich gerade schon angeschaltet. Gut. Ich lasse das Thermometer-Ding gleich mal hier. Sie reagiert nur auf alleine. Ich mach das Licht wieder an. Ja. Ich habe übrigens im Keller kalten Atem. Wieso hast du... Arm gefunden? Ach, du hast einen kalten Atem. Ich hab verstanden, du hast wieso einen hast Arm du... gefunden. Ich dachte, du bist mit Arm. Wieso hast du im Keller einen kalten Atem, wenn der Raum hier vorne ist? Ich hab hier definitiv vorhin, hier unten ist minus 5, minus 2 Grad im Keller. Dann ist es im Keller. Wenn wir zusammenpacken. Alles nochmal im Keller, ja. Sind es 2 Geister? Das wäre unwahrscheinlich. Kann jemand sich die Kamera snacken? Ich hab leider Thermometer mit. Ich komm ja schon. Ich hol gleich mal noch Zeug. Aber ich hatte oben auch definitiv EMF3. Also sie bewegt sich ja. Bring das Buch gleich mit. Oh, nicht den Keller, ey. Oh, warum nur den Keller?
nochmal, ich will ausfindig. Moin. Ich sehe gerade keinen Atem. Wollen hier. Ah, doch, jetzt, doch. Hier war gerade. Also, Gefriertemperaturen können wir schon safe eintragen. Ja. Okay. So, ich komme mit der Dings, mit der Geisterbox wieder. Ja. Und einen Kreuz habe ich auch mal, damit dann kommt ihr nicht aus dem Raum raus. Danach bin ich schon mal in einem Raum gefangen. So. Da musst du aber alleine sein mit der Box, ne? Was macht man nicht alles so? Ja. Sag so, dann setze ich mich mal hier auf die Gammelmatratze und hoffe, dass der Geist mich nicht anknabbert. Dann schau mal, ob sie mit dir redet. Könnt ihr die Kamera ein bisschen nach links drehen? Kann man machen. Ja, so sieht im Raum mehr. Danke. Schreib mir das Buch und red mit Zocker. So. Ja, schon was gehört? Wenn du sie siehst, sag Bescheid, Zocker, dann komme ich mit dem Fotoapparat runter. Unsere Sanity ist so bei 70. Okay. Hast du oben jetzt Licht angemacht? Ja. Das scheint durch die Decke durch. Entschuldigung. Ich hab's wieder ausgemacht. Ja, ich hab's wieder ausgemacht. Ich hol mal die Schwarzlichtlampe und check schon mal nach Fingern. Ja, ich wollte schon dabei, aber da habe ich mir nichts gesehen. Ich weiß nicht, aber ne, irgendwie kommt dich hier auf das EMF-Ding an, hier, die will nicht. Ich lasse das hier noch mal ein bisschen liegen, aber... Komm wieder rein, Zocker. Servus. Hi. Bist du hier? Habt ihr noch ein EMF mit drin? Ich hab keins. Ich bring gerade ein EMF mit rein. Soll ich mal Salz mitbringen? Fingerabdruck. Ich komme mit dem EMF noch nach unten. Gespenst oder Banshee? Fürs Gespenst wäre die Geisterbox und Banshee wäre EMF. Moin. Moin. So, kriegst du hier noch dein Wunder-Tool? Verdammt. 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 Geht doch. Ha! Unmöglich. Hier kommt Chris noch ein bisschen Salz, kannst du eine Suppe kochen. Wow. Viel Glück. Denk dran, für Geisterbox müsste man alleine sein. Ja, ja. Ja, ich lasse dich kochen. So, geht gerade schon. Hast du eine Kamera da? Zocker, du solltest auch mal reinkommen und Pillen nehmen. Bist du hier bei mir? Gib mir ein Zeichen. Wie alt bist du? Rede mit mir. Wann bist du gestorben? Sani, du bist jetzt gerade schon bei 60. Wie viel Sanity habe ich? 60. Ich komme gleich raus. Rede mit mir. Achso, ja gut dann. Sag etwas. Bist du hier bei mir? Wie bist du gestorben? Wo bist du gerade? Meine Sanity?
54. Ja, ich komme da erstmal raus. 50. Ich komm. Ich glaube, das Kreuz an der Tür behindert das ein bisschen. Ich glaube, das funktioniert echt krass. Die Kamera, ich brauche die Kamera. Kamera, Leute, Kamera. Naja, wenn sie sich wirklich durchs ganze Haus bewegt und durch das Kreuz aufgehalten wird, dann könnte es auch sein, dass man die aussperrt, oder? Ja. Also, worum rede ich noch? Ich habe 50%, Alter. Das hat aber getroppt. Eine Pille haben wir noch. Sie ist ja wohl nicht aktiv, ne? Räucherstäbchen, Kruzifix. Ich glaube, die hat noch gar nichts gemacht. Also, den Fingerabdruck habe ich am Lichtschalter gesehen. Okay. Ja, Aktivität ist jetzt bei 3 konstant. Nennen Sie weiterhin eine Sie und sie wird vielleicht noch aggressiver. Ich habe wieder 76, da ich im Licht war jetzt, ne? Ja, weil sie ist ein Robot. Ja, sorry, ich habe gesagt, gib uns ein Zeichen. Ich habe wieder 70%, ich hab's mal kurz rein und mach das mit dem Räucherstäbchen noch. Dann komme ich gleich wieder. Ich komme kurz zu dir und mach bloß kurz das mit dem Räucherstäbchen, dann lasse ich dich wieder alleine zocken. Du leckst. Ich hab nichts verstanden. Oh. Kein gutes Zeichen. Einen schönen guten Tag, ich bin gleich wieder weg. Ich muss nur. Auch gerne tauschen. Nö, ich hab nicht so viel Sanity. Alles gut. Was ist mit Indy? Der kann auch mal hier rein. So, Ausräucherung, ja? Denk an dein Gebet. Ich hab kein Gebet. Verschwinde einfach. Ja, okay, dann. Gut. Raus aus meinem Haus! Räucherstäbchen sind noch nicht abgehakt. Ja, ist aber ausgebrannt. Ich entferne das Kruzifix wieder von der Tür oben. Ich bin rumgelaufen, aber wir haben leider plus 1. Und wir haben ein Räucherstäbchen-Ding dabei gehabt. Ja gut, kann man nichts machen. Und? Wie sieht's da unten aus? Nee. Vielleicht wenn du die Box in die Hand nimmst und rumläufst, die ist nämlich null aktiv. Was könnte es denn sein? Was habe ich gesagt? Gespenst oder Banshee? Ich bin schon wieder angehaucht. Also ein Gespenst schmeißt Sachen um, hat sie noch gar nicht gemacht, oder? Nein. Der Banshee macht das, schmeißt aber nichts um. Bei Banshee wäre es was? Bei Banshee wäre es EMF. EMF hat noch gar keinen Ausschlag, ne? Da unten nicht. Das hatte ich nur oben, wo war es denn? Im Jugendzimmer. Bei 3. Voll weird. Zocker, wenn du rauskommst, geh mal mit der Box ins Jugendzimmer einfach. Da gehe ich jetzt mal rein. Ich bin ja jetzt auch wieder bei 70 oder irgendwas. Okay. Ich bin wieder bei 90? What the fuck, wie habe ich das gemacht? Hättest du einen Tipp gesagt? Nö, hab keine genommen. Ich bring mal einen Flur- und Bewegungssensor an. Vielleicht sehen wir, wenn sie sich da lang bewegt. So, ich mache einen Urlaub. Gib mal Fotokamera. Danke. Bitteschön.
In die bist du. Ja. Ach Mann! Was machst du da? Ich versuch das EMF richtig hinzulegen, weil entweder liegt es auf dem Rücken oder steht auf dem Kopf. Soll ich es nochmal versuchen? Ich habe 97%. Ach Mann. Ja. Mau. Kannst du das Licht... Ich bin wieder auf dem Bett. Ja, ihr Safe-Position. Die Aktivität ist wieder bei 0. Das ist voll weird. Indy, du kannst ja maximal im Keller nochmal versuchen und ich bleib erstmal hier und guck mal, ob sie hier mit mir redet. Ja, kann ich machen. Wie ist meine Sanity? 64? Ja, 64. Aktivität dann, auf 4 gehüpft. Bist du hier bei uns? Kannst du mit mir reden? Tiny Sanity ist bei 90. Das droppt halt so schnell. Bist du hier bei mir? So, Aktivität sinkt auf 1. Rede mit mir. Und wieder auf 2. Mach dich bemerkbar. Ich geh noch mal in den Keller. Okay. Ich werde mal durch ein rechtes Haus laufen mit der Box gleich und gucken. Bist du hier bei mir? Hallo? Also war es. Sie ist definitiv im Keller. Tag. In die ist hier bei 90. Hallo. Hat Tabletten genommen, achso. Also mit der Box vorne höre ich nichts. Der letzte Punkt, der ist immer das schwerste. Ja. Oh, Indy ist richtig mutig. Okay, ich hab EMF 3. Okay. So, gleich verschwindet der. Oh, gleich verschwindet der in der Wand, er kommt doch nicht mehr wieder. Der bringt gar nichts mehr weg. Bei mir, bitte? 80, 89. Ist noch alles gut, alles im grünen Bereich. Ich bin auch gerade mit dem LKW. Kannst du nicht eigentlich sogar theoretisch den Geist über diese Kamera fotografieren? Das habe ich mir gerade überlegt, deswegen gucke ich hier gerade halt drauf. Ich höre das Babbel. Wie hörst du? Du hörst uns? Ganz leise. Wow. Du musst ganz laut rufen, dann hören wir ihn. Oh, Alter. Naja, jetzt machen wir ein bisschen lauter. Achtung, Tani. Ich habe auch lauter geschrien. Ich hab dich gewarnt. Wer ist reingegangen? Was macht der da? Aber wenn man sieht aus, wie man da geduckt läuft, ne? So läuft doch kein Mensch geduckt. Nee. Auch Beine einknicken. Hohenkreuz ist jetzt 100. Und vor allem, dass das EMF-Gerät so übelst weit weg vom Körper so. Hauptsache nicht selber da sein, ja, genau so in etwa. Hui! Nackenmuskeln hast du auch. Du hast halt einfach hörst hier draußen. Deine Sanity ist bei 78. Okay, ich hatte zwischendurch nochmal EMF 3, aber sonst. Wir machen uns gerade über lustig, wie der Charakter sich komplett verbiegt beim gehockt laufen. Sie bewegt sich aber auch kaum irgendwie gefühlt. Oh Gott, er macht Limbo! Sie hat das Licht angemacht. Wir können uns nur drahten, wir müssen es nicht ausreizen. Du bist bei 67.
Ja, ich tippe auch auf Box eher, glaube ich. Aber jetzt permanent. Box war bis jetzt gar nichts. Alter Schwede. Der Geist. Ja, gut, dann vielleicht doch EMF, oder? Hat sie Sachen umgeschmissen bei dir? Nee, das Einzige, was ich bis jetzt mitbekommen habe, war einmal das Licht hier. Die ist voll, das ist voll schüchtern so auch. Du bist bei 59, komm mal lieber so langsam raus. Ich mach mich auf den Rückweg, ja. Okay. Ey, gut, dann. Samstag, ne? Ja. Scheiße, letzter Tag von den Ferien, ja, kein Bock. Ja, also es würde passen, ne? Also EMF5 wäre die Banshee, die nichts rumschmeißt eigentlich. Also das wäre passend. Wollen wir einfach auf Banshee gamble? Weil die Box war ja gar nicht, also null. Ja, was soll ich denn da nehmen? EMF5 dann. Ja. Hab ich ja. Okay. Kann man nur raten. Banshee? Alle Banshee eingeladen. Fährt den LKW. Mhm. Hä? Okay, es war echt die Box. Es war echt die Box. Es war doch das Gespenst, ja. Hä, hey, what the fuck? Hm. Okay, Sanity-Pillen. So, ich muss aber erstmal, ich bin erstmal was essen. Ich lasse jetzt mal in Ruhe alleine spielen. Die kommen dann nochmal wieder. Okay. Ist okay. Bis dann. Bis dann. Was ist denn hier mit anderes? Du kannst, also ich kann zum Beispiel, ich hätte zum Beispiel auf Banshee raten können und India zum Beispiel auf Gespenst raten können. Das wäre gegangen, also du kannst was anderes Spiels eintragen. Das wird mit dem nächsten Update aber anders werden. Achso, weil der, das, die Seite dann im Truck liegt. Ja, dann gibt es noch ein Buch. Muss man denn dann auch Truck. In den Truck rein, um das ja. zu ändern? Du musst in den Truck, um das zu ändern dann. Das wird interessant, also du hast dann nur noch ein Buch, wo aber auch einer alles nur einträgt, also... High School ja. of Profi, Asyl um Anfänger zu zweit. Nee. Hier, das geht. Vor allem aus Anfänger, ja. Ja, was hältst du davon, wenn wir das Thermometer am Anfang mal auslassen? Ohne Thermometer? Ja, erstmal versuchen, den Raum mit den anderen Mitteln zu finden und das Thermometer nur zur Bestätigung verwenden. Dann wäre aber das EMF zum Beispiel jetzt gerade wäre schon ein Fail gewesen, weil das hat ja ausgeschlagen, wo sie gar nicht ist. Ja. Also das wird schwierig. Ja, aber sobald, ne, ich meine, dass wir erstmal einen Verdacht suchen und wenn wir sagen, okay, das könnte hier sein, überprüfen wir das mit dem Thermometer. Warum? Um halt dieses OP von dem Thermometer so ein bisschen rauszunehmen. Das wird eh mit dem, also in einer Woche ist das eh genervt. Das wird eh nicht mehr so lange OP sein. Das wollen sie ja auch nerven. Ja. Wir müssen mal gucken. Hast du gesehen, wann das Update kommt? Ich finde da nichts. Angeblich am 1., aber ich hoffe, dass es vor Halloween kommt. Oh, hört mich gar nicht mehr. Im Discord war das nämlich, glaube ich, stand das. Dauert es ein bisschen länger mit Laden. Das ist lustig. Blödle die ganze Zeit nur rum. Irgendwelchen Zeug, was hier liegt bei mir. Ah, danke. Nee, was ich sagen wollte, das ist auf dem Discord vom Entwickler. Da hieß es, am 1. November soll das kommen. Ach stimmt, da könnte man auch mal gucken, ja. Aber, also ich hoffe, dass es vor dem kommt. Ja, zumal Halloween ist ja weltweit. Ich wollte gerade sagen, das wäre halt besser. Wer geht auf Gruppe? Patricia Garcia. Garcia. Ja. Schlüssel hast du?
zu dritt oder zu viert ist dann wieder besser, da kann man wieder die Kopfkamera benutzen. Dann habe ich wieder einen Slot mehr frei. Ja, ist übrigens das mit dem Dachboden. Ach nö. Das mit dem Dachboden finde ich so schlimm. Ich check gleich mal unten. Ja, und ich gehe direkt auf. Knochen schon mal gefunden? Ja, das damit rechnest du halt nicht. Oder in dieser Motel, hinter dem Motel Duschvorhang steht mit, wie heißt er? Aus Psycho. Ja, klar, Mahlzeit. Ich glaube, schlimmer kannst du dieses Spiel easy machen. Unten ist nichts. Ich gehe jetzt auf den Dachboden. Ich komme mit. Also ich komme jetzt auch hoch, hier unten ist nichts. Das ist auch draußen, glaube ich. Eben erst habe ich hier oben nichts gehabt bis jetzt. Okay. Oh, ich hab's gehört. Box. Jo, Dachboden. Gefriertemperaturen und. Ah, mal diese Schatten. Die Box. Dämon, Mare oder Gespenst? Buch. Kugeln. Oder Fingerabdrücke? Okay, dann kann ich runterkommen, weil ich hab nur noch das EMF dabei. Dann gucke ich mal oben, dass ich die Orbkamera aufstelle. Ja, gefrierte Temperaturen. Kannst du noch eine zweite Orbkamera mitbringen? Ja, mach. Als ich den Kontakt hatte, war ich direkt an der Treppe. Boah. Ich komme auch noch mal raus und hole noch Stuff. Wir haben noch eine Kamera eingepackt. Dann nehme ich jetzt das Buch und Fingerabdrücke mit. Okay. Dann komme ich raus und check gleich noch mal die Orbs. Ansonsten müssen wir die Kamera noch mal auf die andere Seite stellen. Hast du oben Licht an? Ja. Habe ich bloß zum Hinstellen gemacht. Müssen wir dann ausmachen. Hab gedacht, du bist schon wieder auf dem Weg. So. Gut, Na gut, dann kann ich ja bloß ein Fotoapparat mitbringen eigentlich. Machst du, wenn du die Treppe hochgehst zum Dachboden, ist der Lichtschalter.
Brücke finden könnte. Na, vielleicht an den Lichtschaltern oder im Rest des Hauses. Ich glaube nicht, dass du da oben welche findest. Da riecht zwar gerade was, aber ich glaube, das könnte sehr Atem gewesen sein, wenn Indy. Also von der Seite würde ich jetzt sagen, ich sehe keine Orbs. Ich habe den Hand frei, ich kann es jetzt einmal umstellen. Buch ist unberührt. Kamera ist hinter dir. Ja, genau das. So auf diesem Werkzeugtisch da steht die da, auf dem blauen oder was das ist. Genau. Yep. Kannst du dich gleich anmachen in deiner Hand mal? Dann kann ich das sogar sehen. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Na gut. Die Kamera ist aber noch aus. Was? Es ist das Kind, das auf dem Dachboden spielt. Oh nein, oder? Ist die Kamera an? Nein. Ja, jetzt. Die Frage ist halt, oh, wie weit siehst du das? Bei 60. Komm mal lieber raus und hol dir ein paar Pillen. Ich sehe keine Orbs an sich. Sag ihr mal, sie soll ins Buch schreiben, ich komme auch gleich rein. Was macht er da? Wir hatten hier die Hake so aufgestellt. Das ist ja eine Todesfalle. Ich komm mal mit rein. Ich kann dir Pillen mitbringen. Nur, dass du dir die vor den Kopf knallst. Du kannst drinnen bleiben, ich bring dir Pillen mit. Okay, danke. Aktivität steigt auf 4. So, jetzt habe ich die Fotokamera mit, jetzt kann sie sich zeigen, bitte. Und Knochen noch fotografieren? Oh, Knochen. Fotografiert. Ich bin mal gespannt, wenn er da noch mehr Modelle reinbringt, dass halt nicht nur es ein Kind gibt und so. Du meinst doch eine ganze Kinderhorde? Ja, wenn es halt verschiedene auch gibt, so, nicht immer dieselben. So. Hier, guck mal her, die Pillen. Snack dir ein paar Pillen. Danke. Bitteschön. Schreib mir das Buch. Mal jetzt, was da reinkommt. Du wirst doch malen. Du bist ein kleines Kind. Kann man nicht. Schade, ich will da hochglitschen. Es kam gerade wieder so richtig schön mit auf mich zugetaumelt. Boah, ich hasse das. Die reagiert ja auch wieder nur auf alleine, ey. Das ist ja zum Kotzen. Warum machen die das, ey? So Mobbing. Sie hat irgendwas umgeschmissen. Hab ich nicht mitbekommen. Ich glaube, sie schmeißt das Buch gerade hin und her. Ich glaube, das Buch mag sie gerade nicht. Also, das war's nicht. So. Ich glaube,
glaube, bei den Fingerabdrücken muss man im Rest des Hauses gucken irgendwie. Ja, ich bin jetzt hier schon eine Etage drunter und mal die Türen am angestrahlt. Hm. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Willst du was spielen? Nein, nicht das anmachen. Nein, nicht das Radio anmachen. Ah, ist bei dir oben? Ja, sie ist bei mir hier oben. Nein, wir haben gerade drüber geredet. Du machst nicht das Radio an. Nein, lass das. Hör auf, das Radio anzumachen, wenn du gerade da bist. Rolfi, guten Abend, hi. Sie will nur nicht ihre Hausaufgaben machen. Ja. Du musst keine Hausaufgaben machen, du musst nur malen. Guck mal, das macht voll viel Spaß. Nicht das Radio, nur malen. Bist du noch unten drunter? Oder ich bin hier an der Treppe. Ah, perfekt, das beruhigt mich sehr. So ein Laptop wäre praktisch, wenn man sich jetzt die Aufnahme gucken könnte. Ja, oder so ein Tablet einfach so. Das müssten sie immer noch für Singleplayer und so einbauen eigentlich. Bisschen. Ach, hier hat's was runtergeschmissen. Ja, macht das Ganze dann aber auch wieder sehr einfach. Ne? Ja, klar. Ja. Dankeschön, Wolf, für den Hinweis, hab ich's vergessen. Schreib doch bitte mal ins Buch. Also sie hat 5 oder 6 Mal das Radio angemacht, hat entweder ausgemacht und gesagt, nein. Dann ist sie auf mich zugesteppt. Dann hat sie irgendwas runtergeschmissen. Böse Patricia. Boah, gut, das ist der Anfänger, ich wollte gerade sagen, wo das Name gesagt. Ich weiß noch nicht, ob die Namen auch auf Deutsch. Ja. Kannst du auf Deutsch sagen. Also das hat er echt schon krass gemacht, dass viele Sprachen da schon drauf reagiert, viele Grundsprachen so. Ja, das macht das Ganze jetzt schwer. Das mit den Fingerabdrücken ist natürlich doof. Soll ich nochmal mit den Fingerabdrücken ein bisschen rumgucken? Ja, kannst du machen. Gib mal her das Ding. Dann gehe ich nochmal. Oh Gott, Alter, hat's geleckt. Ja, erzähl. Was wolltest du sagen? In den Truck. Oder ich stelle die Kamera vorher nochmal um. Ja. So Richtung Werkzeugbank. Ja, kann man machen. Von da ist sie gekommen. Ja, das wäre gut. Ich mache gleich mal überall Licht an jetzt. Ne? Oh, sie hat den Hauptstrom gekappt. Sie hat dich angeatmet, ich hab's von unten gehört. Ja, erst dieses Knurren und dann auf einmal. Aber wie kriegt denn das Licht aus, wenn es hier oben läuft? Ich glaube, die hat einfach diese Kraft. Ich gucke, ich mach's mal an wieder. Ist halt gleich hier. So, sollte wieder an sein. Guckst du da mal, wie meine Sanity aussieht? Mach ich. Ich warte erstmal kurz hier unten. Nein, da war sie schon am Jagen. Und ich stehe an der Haustür und denke mir so, oh scheiße, Tür geht zu, ich gehe in Deckung. Oh Alter, sie hat mich gejagt. Die ist aber auf Akku. Ich hab nur gebrüllt, komm raus, 44.
und dann habe ich nichts gehört und dann gucke ich rein und sehe. Oh, da war es schon zu spät. Ich sehe nur das Licht flackern. Ja, da war es schon zu spät. Aber sie hat in dem Moment, wo du raus bist, schon angefangen, mich zu jagen. Ich habe mich gleich versteckt. Oh, Alter. Als wenn die darauf gewartet hat, dann. Da geht einen aber die Düse. Oh, da kriegt man einen Puls, ey. Ich habe die halt gehört, wie die oben rumgelaufen ist. Und ich bin halt instant in den ersten Raum rein, habe ich in eine Ecke gehockt. Alter. Also ich kann da nicht nochmal rein. Selbst wenn ich Sandy die Pillen nehme, komme ich vielleicht auf 60, 70. Das wird nichts. Okay. Oh, übel. What the fuck? Ja, Orbs sehen wir immer noch nicht. Ich kann höchstens nochmal gucken. Oder meinst du, man erkennt von hier, ob die ins Buch reingeschrieben hat? Liegt das Buch gut? Man sieht das Buch. Ja, also das würde man erkennen. Nicht wie... Man würde es erkennen. Ja, ja. Ja. Das ist gut, das erkennt man wirklich. Man erkennt doch das EMF, wenn das dort passend liegt. Also... Achso, ja, ich wusste jetzt nicht, ob die Grafik so... Sie hat das Licht angemacht, gut, ne? Ist, ja. Oder? Ja. Ja doch, ich sehe da oben wieder Licht. Sie hat wieder Licht angemacht. Aber, dass ich den Hauptschalter eingemacht habe, das hat sie richtig sauer gemacht anscheinend. Und da ging es ja danach gleich los. Das heißt, das Einzige, was man von hier unten jetzt nicht machen kann, ist, sind die Fingerabdrücke. Habe ich die Lampe denn noch? Du hast den Namen zweimal gesagt oder so, ne? Nee, einmal. Hab ich, naja, wieso habe ich die Lampe nicht mehr? Hab ich weggeschmissen? Also ein Dämon, ja, sie ist gerade aggro, aber da wäre sie schon vorher aggro gewesen, glaube ich. Ich kann ja die Pillen noch nehmen und noch mal gucken. Auf wie viel kommst du denn mit den Pillen? Warte, aktualisiert sich gleich? 90, ja, okay. Was willst du? Hast du das? Genau, da wollte ich gerade nachfragen. Foto liegt noch hier, wenn du Foto von ihr machen willst. Du kann ich auch mitnehmen, ich habe ja die Hände frei. Liegt hier. Ich sag, wenn du lieber rennen solltest. Ja. Oh Gott, da habe ich doch Puls gehabt. Wenn die auf einmal in Jagdphase geht, ne, da, ich weiß aber nicht schnell wohin, ey. Oh Gott, ey. Sie hat das Licht wieder angemacht. Es war gerade aus, jetzt ist es wieder an. Meine Eltern haben mir immer verboten, mit dem Licht zu spielen. Sag das mal der Kleinen. Wenn du wieder oben bist. Ich kann da nicht mehr rein. Aktivität ist null. So, Indy ist gerade oben. Ja. Bist du gerade hoch, ja, ne? Ich leuchte nochmal alle Türen in der ersten Etage ab. Ja. Ich weiß nicht, ob man an dem Hauptschalter auch was sehen würde. Guck ich am Rückweg. Na, er ist schon oben. Er geht in den Raum rein, okay. Das ist so eine Anfängermission, what the fuck? Ich würde sagen, das ist fortgeschritten. So wie die gerade schon drauf war. Die hat mir aber die Sanity weggezogen. Holy. Ich glaube, ich kaufe noch ein paar mehr Sanity-Pillen so auf Vorrat. Kann man echt haben. Aktivität 0. Du bist immer noch bei 90 rum. Sie hat unten mit dem Licht geflackert. Unten hat gerade das Licht geflackert, habe ich gerade gesehen. Okay, Kamera geht. Das Buch hat sie immer noch nicht geschrieben. Du bist bei 80. Sie ist bei dir. Alles gut.
habe den Eindruck, jedes Mal, wenn ich den kalten Atem sehe, läuft mir auch ein Schauer über den Rücken, passenderweise. Ja, kann ich nachvollziehen. Besser als jede VR-Kamera. Stell dir mal vor, du spielst das in VR. Ich muss ihn mal wieder an meinem Computer anschließen, dann werde ich das mal machen. Ja, viel Spaß. Bitte nimm das auf, ich möchte lachen. Ich brauche hier nur eine Tonbandaufnahme zu machen. Ja, das wird schon reichen. Aktivität ist null. Sie macht gerade gar nichts mehr nach der Jagd. Vor allen Dingen, sie reagiert ja eigentlich auf Gruppen, aber sie reagiert nur, wenn jemand alleine ist. Bist bei 77 rum. Okay. Ja, keine Ahnung, was man da jetzt tippen sollte. Leani sagt, du sollst vorher einen Herzschrittmacher einschalten. Wie gemeint Tani wieder ist. Warum, was hab ich gemacht? Also, du meinst, weil ich das hören will, wie er schreit? Im VR? Ihr würdet genauso lachen, wenn ich das hier in VR spiele. Warum macht man zwischendurch so einen Ausfallschritt und macht dann ein anderes Geräusch beim Laufen? Vielleicht soll das zur Verwirrung beitragen, oder ich weiß nicht. Oder sie hat was runtergeschmissen. Das kann auch sein. Aktivität war kurz auf 1, ist aber jetzt wieder 0. Wenn ich jetzt einen Disconnect kriege und ist Indy allein da drin, ne? Das wäre assi. Achtung, Aktivität steigt auf 3. Du bist bei 67. Aktivität 6. Du bist bei 66. Komm runter. Neues Weihnachtsgeschenk für Tani. Ich bin auf dem Rückweg. Okay. So schnell wie ich mit vollen Hosen kann. Wieso, war was? Nein, aber du hast mir Angst gemacht. Achso, okay, Entschuldigung. Tut mir leid, wollte ich nicht. Du bist bei 60. Sie ist wieder bei 0. Aber das wäre geil, wenn ich solche Spiel spiele, so, ja, so ein Pulsmesser. Wäre geil. Da passiert jetzt erstmal nichts. Wir haben aber bloß, wir haben 3 Möglichkeiten. Zum Raten ist das echt schwierig. Ja. Ich glaube, wir brauchen in Zukunft immer 4 Sanity Pill Packs. Wir bräuchten mehr Sanity-Pillen. Glaube ich, wir müssen ein bisschen mehr kaufen. Es ist halt, jetzt ist sie halt wieder null. Das ist halt. Die ist halt echt übel. Jetzt spielt sie mit dem Licht. Sie spielt wieder mit dem Licht. Aber es ist kein. Jin ist nicht mehr da. Ja, auch nicht, wenn du schreist, sondern erschreckt mich mit. Das finde ich gut. Du fühlst mit mir mit. Das finde ich super. Jetzt hat es wieder komplett ausgemacht. Ich bin mal gespannt, wer alles am Halloween mitleidet mit mir. Ich freue mich echt auf die Profi-Mission hier. Das ist nur Anfänger. Sie ist wieder auf Aktivität 4. Nee, jetzt droppt sie wieder. 4. Ja gut, auf was könnte man raten? Sie hat bis jetzt immer nicht ins Buch geschrieben. Kugeln sehen wir keine, definitiv nicht. Denke ich mal. Fingerabdrücke, dort oben kann sie nicht wirklich was anfassen. Ich würde sogar auf Gespenst tippen, weil dort oben kann sie einfach nicht wirklich was anfassen. Oder? Was denkst du? Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem, dass man da zu wenig Flächen hat. Ich würde sagen, es ist ein Gespenst. Bei Kugeln sehen wir nicht. Oder es ist wieder ein es ist wieder ein zu großer Raum, um die Kugeln zu sehen. Aber ich denke schon, die würden wir sehen. Warte mal. Also, oh, ich hab's hier nur auf Englisch. Footsteps rare. Also wenn's ein, was ist ein Brave? Das wäre der. Wäre das Gespenst.
Wenn es ein Mare ist, kann man durch Licht anschalten, die Aggression runtersetzen. Das passiert ja nicht. Also er war ja, es war alles an. Und als wir das Licht angemacht haben, war er richtig aggro und hat mich gejagt. Mare, glaube ich nicht. Gespenst haben wir jetzt nicht probiert mit Salz. Wenn es ein Dämon ist, dann macht das, wie ist das Board? Das Witcher-Brett verringert nicht den Verstand. Witcher-Brett, haben wir aber nicht gefunden. Witcher-Brett use won't affect sanity. Ich kann es dir auf Deutsch erzählen, ich habe es hier vor mir auf Deutsch. Ja. Das nein, bringt nichts, wir haben halt kein Witcher-Brett gefunden. Ja. Also können wir nur aufs Geschwänz gambeln. Also ich könnte, aber ich bin jetzt auch ziemlich runter, ne? Ja. Also wir haben auch keine Sanity. Ich hätte gesagt, kann ich das nochmal mit Salz probieren? Du kannst, bei 60 kannst du es maximal versuchen, aber wir sehen ja dann, wir müssen ja nochmal rein, um es zu überprüfen, ob Fußspuren da sind. Und das wird dann kritisch. Also ich glaube, das brauchen wir nicht nochmal versuchen. Ich würde sagen, lass uns einfach raten. Das ist echt zu gefährlich, da jetzt nochmal reinzugehen. Dämon ist sehr aggressiv und attackiert oft. Das hat sie nicht gemacht, sie hat einmal angegriffen bis jetzt. Ja. Ich würd fast auf Fingerabdrücke tippen, weil ich auch da die geringste Chance für haben, ja. Auf ein Gespenst würde ich tippen. Ja. Okay, hast du? Ja, habe ich. Jetzt ist wieder bei 1 Grad gewesen, jetzt wieder 0. Also ein Dämon ist das definitiv nicht, wenn das ein Dämon ist, also dann zweifle ich aber. Ein Dämon sieht anders aus. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Nice. Sehr schön, 45. Ich kaufe mal mehr Sanity-Pillen an. Das geht ja gar nicht. Ja, ich kaufe auch noch mal eine... Im Besitz. Quatsch. Ich kaufe mal 2, dann haben wir zusammen 4, dann hast du das. Wo sind sie denn? Rechts. Wenn Zocker gleich kommt, sollte der sich auch noch besser haben. Wobei, wenn wir 4 haben... Ja, wenn wir 4 haben, passt das. Nee. Da müsste man echt erweitern. Ich hoffe, da gibt es ein paar Anpassungen. Ja, dass man sich vielleicht noch irgendwie einen Gürtel oder irgendwas, wo der... Eine Gürtelerweiterung Sachen, kaufen kann, so und so. Dauerhafte Upgrades. So Sachen wie das Feuerzeug. Ja, das wäre geil. Das ist schon echt nervig, dass man dann eigentlich keine Hand mehr frei hat, wenn man die... Du musst Job wählen. ...Räucherstäbchen machen möchte. Ja. Also so, dass man irgendwie so Upgrades kaufen kann, so dauerhafte Upgrades für sich. Das wäre cool. Ja, ich lache. Achso, das hab ich schon gegessen. Sag ich doppelt auf. Okay. So ein Pulsmesser wäre schon geil. Voll. Aber ich glaube, das ist halt... Ich weiß nicht, ob das so krass anschlägt bei mir, so ein Pulsmesser. Ich könnte mir die Woche mal noch einen holen. Die sind fürs Handgelenk, ne? So Pulsmesser. Ich kann ein... die Uhr müsste ich erst auflegen. Ich habe so ein Teil. Ich bräuchte ja dann was man im Stream... Da ist das bei. Ich bräuchte ja dann was man im Stream einblenden könnte bei OBS, dass man es im Stream sieht. Das wäre halt witzig, glaube ich. Das könnte ich... Google ich dann gleich mal. Ich weiß nicht. Nach dem Stream. Mal gucke ich mal. In der Woche habe ich noch Zeit, um sowas zu organisieren. Ah, ich muss einen Job wählen. Okay. Ja, du musst dran. Ja, ich habe zweimal Farmhouse und Tanglewood Street House. Wow, Anfänger. Das ist das Anfängerhaus, glaube ich. Anfänger wäre ja nice. Also einfach ein bisschen Money machen, ein bisschen EXP. Das gerade war ja Anfänger und die war ja schon. Ja. Also ich glaube so 40-50% ist so eine magische Grenze. Dann kannst du echt schnell gehandelt werden, je nach Geist. Okay, ich bin ready. Ja, schön. Aber guck mal, da ist übelst viel Platz, dass man da... Oh. Da ist übelst viel Platz, dass man da noch Sanity-Pillen hinsetzen könnte eigentlich. Guck mal. Da kannst du locker nochmal 4-6 Stück locker hinsetzen. Ja, das ist gut wieder dran. Okay, mit Thermometer Temperatur auch finden, kriegen wir hin. Das wird. Ich mag das Haus irgendwie. Hab ich, ja. Ich mag das Haus. Jung, hallo. Einen schönen guten Tag.
Mietervereinigung. Wir möchten mal kurz die Zimmer überprüfen, bitte. Nicht im Kinderzimmer, nicht. Schlafzimmer der Knochen. Ja, fotografiere ich dann gleich. Ich hasse es, wenn Mieter illegale Geister zu Hause haben. Ja. Darum rufen sie uns ja. Steht im Mietvertrag, ist nicht erlaubt. Ja, aber du kannst nichts gegen machen, ne? Aber darum sind wir ja da. Hörst du manchmal bei dem Gewitter so einen Doppelknall? Nee, nicht. Hab ich aber ständig, das ist seltsam. Ich habe ihn, er steppt in der Garage. Ja, ich habe ja auch EMF2. Hallo, bist du bei uns? My friend, do you want to buy a beautiful sunglasses? Hast du darauf geachtet, ob alleine oder zu zweit? Ich guck gleich, ich stell erstmal die Kamera auf. Ich lasse das Thermometer auch hier gleich. Bam. Ich hole Stuff. Komm gleich wieder. Ich habe eine Idee für Halloween. Ich habe eine Idee für Halloween. Ich könnte so Verträge aufsetzen, so Geisterjagdverträge, die die anderen drei unterschreiben müssen, so just for fun. Ist ja ein bisschen witzig. Waschbecken-Thermometer ist noch nicht 10 Grad gewesen, okay. Man muss ja dazu sagen, dass wir jetzt gestern ja sogar gespielt haben, ohne eine Taschenlampe mitzunehmen, ne? Nur mit der einen Taschenlampe. Ja. Das und einmal mit gar keiner, also so mit wo wir Zeug mitnehmen wollten. Ach, du unbedingt. Meinst mit der kleinen? Ja. So. Schreib in das Buch. Ich schmeiß dir mal die Kamera schnell hin. Ich hole immer noch mehr Stuff. Gleich wieder da. Ich guck nochmal wegen alleine und so. Oh, er hat ins Buch gemalt. Oh, ja. Den Knochen kannst du gleich noch fotografieren. Ich habe ihn gerade vergessen, wenn du möchtest. Sollen wir schon mal Buch? Buch. Räucherstäbchen brauchen wir noch. Dreckiges Wasser bräuchte man halt auch noch zum Fotografieren. Nee, noch nicht. Okay. Sehe ich auf dem ersten. Den werde ich nur einmal kurz mit Feuer ausschlagen. Okay. Knochen hast du denn mitgenommen schon und Foto und so? Ja, habe ich. Perfekt. Habe ich. Okay. Dann hole ich jetzt ein Räucherstäbchen. Das ist so eine Nebenaufgabe. Haken wir das hier gleich mal alles ab. Hast du ihn gesehen? Wegen dem Foto? Nee. Oh, ich hab schon eins mit. Ich glaube, das wird wieder ein schwerer Kandidat. Och nö. Guckst du mal nach den Orts jetzt? Ja, Moment, mach ich sofort. Sanity ist bei mir bei 90, bei dir bei 80. Kannst du die Kamera mal so ausrichten, dass sie ein bisschen mehr nach rechts guckt vielleicht? Also Richtung Garagentor? Weil so sehe ich jetzt nichts in der Richtung. Ja, ich bringe die mal auf die andere Seite, ich stelle die aufs Fass.
Okay. Weil es sitzt in der Ecke und es hat fast den ganzen... Oh, das Auto. Alarm ist... Hast du den Schlüssel gefunden? Nee. Ich hole ihn gleich. Ich komme mit rein. Ups, habe ich so auf dem ersten Punkt noch nicht gesehen. So. Kannst ausmachen, das Auto. Räucher dich aus. Verlasse diesen Ort, Dämon. Ah. Wow. Ach Gott. Nee, das Ding wollte ich haben, genau. Hey, ich habe jetzt gar nichts mehr. Wo ist denn die Fotokamera? Warte, wie will ich denn? Dann snack ich mir die. Mache ich Fotos und so. Ne? Guck ich hier. So. Bist du hier bei uns? Zeige dich. Mach das Licht aus. Mach irgendwas. Sei produktiv. Kannst du uns ein Zeichen geben? Gib mir ein Zeichen. Zeige dich. Du Scheusal, du. Irgendwie versuchen zu beleidigen oder so. Geht das, wenn ich mich hier reinstelle? Hi. Ich muss ja alles überprüfen. Draußen flackert es überall. Willst du, dass wir gehen? Ja, das ist ein Hinweis, ne? Das ist ja nix. Guck mal, wegen alleine und Co. Der Geist ist wieder hartnäckig gerade. Hast du ausgemacht oder er? Er? Oder sie, besser gesagt. Okay. Er ist auf 7. Du bist bei 60. Ich bring dir Sanity Pillen mit. Der ist wieder so hartnäckig, der will einfach sich nicht zeigen. Warum bist du hier? Das weiß er selber nicht. Warum redest du nicht mit uns? Hier. Danke. Ich hab schon wieder vergessen zu gucken. Alter. Was denn ich im Kopf hast? Das sind die Beine. Ich gucke mal nach dem Namen jetzt. Patricia. Oh, okay. Patricia irgendwas. Naja, den Nachnamen weiß ich. Ne, den muss ich kommt nachgucken. Okay, Räucherstäbchen ist abgehakt. Patricia Wilson. Stimmt, genau. Die Nachbarin von Tim Taylor, dem Heidecker-König. Genau, ich wollte es gerade sagen. Reagiert nur auf alleine. Ich verstreue mal ein bisschen Salz.
mehr. Das war dumm. Ja. Ist nicht sehr kommunikativ, was? Was hast du getan? Ja, darauf hat er reagiert. Ja, das waren beide nur Mordigkeiten, keine Kopfschüsse. Das war ich, ja. Gib uns ein Zeichen jetzt. Ja, du reagierst nur auf alleine, sei nicht so schüchtern, jetzt mach was. Du hast auch in das Buch geschrieben, als wir zusammen hier waren. Also tu nicht so, als wärst du schüchtern. Mach was. Ja, aber bei Blutverkrieg, da steht irgendjemand von Antwort. Antwortet nur, wenn alleine ist. Na gut. Aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Hm. Ich mach das hier immer noch aus für den Fall der Fälle. Ich habe ein bisschen Salz verstreut in der Wohnung. Okay. Vielleicht zockt er ja gerne, da ist Salz wichtige Komponente. Mann, der Geist ist wieder so schwer. Der will schon wieder nicht. Schöner Bewegungssensor an. Vielleicht sehen wir ihn, wo er sich ein bisschen bewegt. Ich glaube, im Flur wird er sich nicht so krass bewegen. Hier nicht so, ne? Ich tippe auf hier im Keller irgendwie. Was ist im Keller? Ich rede gerade laut. Ich habe einen Bewegungssensor auch platziert, um zu gucken, ob er sich irgendwo bewegt vielleicht. Er ist aber nicht durch Salz gelatscht, also er ist richtig inaktiv. Das war's nicht du. Er hat das Hauptlicht ausgemacht. Ja. Wo ist das? Das ist in der Garage. In der Garage. Ah, perfekt. Magst du kein Licht? Wir mögen aber Licht, also lass das Licht an. Bist du hier? Zeige dich. Hab ich das nicht zugemacht? Wir sind jetzt beide bei 60. Ich habe noch keine Pillen genommen, bis jetzt. Der ist schon wieder so richtig schwer. Der nervt. Bist du hier bei mir? Gib mir ein Zeichen. Zeige dich. Wie alt bist du? Wann bist du gestorben? Eventuell die Orb-Kamera nochmal umstellen, dass man die andere Seite vom Auto mehr sieht. Kann ich machen. Sie an? Nein. Jetzt? Jetzt. Ja. Wir brauchen einen zweiten Hinweis, sonst kann man nicht gern melden. Bist du hier bei mir? USA 4 564, ist das das Kennzeichen deines Autos, Kollege? Rede mit mir. Ja, du steppst hier rum, zeige dich. 50 bei dir. Ja, ich komm mal raus. Muss deine Tippel nehmen. Treib was ins Buch. Ah ne, hast du ja schon. Vergiss es. Nichts gesagt. Bin schon lost. Ich habe die Tür geschlossen und gesagt, schreib was ins Buch, ich bin schon lost. Er ist gerade aktiv. 4. Ja, aber nichts auf dem EMF hier.
Orb ist auch nichts zu sehen. Sieht man die wieder nicht, weil das zu hell ist? Durch rechts oben, durch die Lampen, die woanders an sind. Solche Geister machen aber auch keinen Spaß, finde ich. Also, die sind echt nervig. So ein bisschen Interaktion ist ja ganz schön. Indie ist da. Kannst maximal den Namen ein bisschen sagen, wenn du willst. Die ist null aktiv gerade. Ich habe die Kamera nochmal umgestellt, dass man. Ja, ich sehe es. Nochmal einen anderen Blickwinkel. Ich würde es feiern, wenn die Orbs unter dem Auto sind, nach dem Motto, sie ist unter dem Auto gestorben. Ist aber nichts zu sehen. Aktivität 0. Betty, wo bist du? Patricia. Vielleicht nennen Sie mal Patricia, vielleicht ist das besser. Vielleicht mag sie das mehr. Eine Hand heute schon, das hat schon heftig.